bin ich da 3 Tage lang tot. Also während ich streame nicht, aber danach bin ich dann tot. Nur damit ihr Bescheid wisst. So, ihr Kackfliegen, ey. Fuck, daneben! Nein! Ihr Bauerngesocks, helft mir! Ach, sie flüchten schon wieder, die folgen mir ja gar nicht so lang. Pro 10 Euro Spende eine Stunde mehr. Hallo? Yo! Oh, baby, one hit! Kill das Scheißvieh! Uff! Alter! Alter! Ich hasse diese Blutfliegen. Ich habe nur so einen kleinen, weißt du, so einen kleinen Babydolch. Tut, 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 tut. Und die fliegen immer so zurück. Vielen Dank nochmal, Biao, übrigens. Habe ich schon Danke gesagt? Ich muss Danke gesagt haben. Danke. Und schade, dass du nicht einschalten kannst beim 24-Stunden-Stream. Bist du immer noch an der Uni? Ja. Ich bin immer noch bei meiner Mindeststudienzeit. Ein Studium dauert, wenn du Master machen willst, wenn du quasi Diplom machen willst. Aber glaub mir, hätte ich vorher gewusst, wie mein Masterstudium sein würde, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich darauf verzichtet. Ganz ehrlich. Ich wäre viel lieber jetzt schon arbeiten gegangen. Viel lieber. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich darauf verzichtet. Deswegen, ja. Muss nicht unbedingt sein, ne? So, Greg. Hey du, guck mal her. Was ist? Guck mal her. Unterwegs in die Stadt? Schwer beschäftigt noch dazu. Hör mal, du siehst mir wie ein schlaues Kerlchen aus. Ich schätze, du wirst es nochmal sehr weit bringen. Dir macht doch bestimmt keiner was vor. Sowas erkenne ich sofort. Sag mal, du wirst dir doch bestimmt ein paar Goldstücke verdienen, nicht wahr? Versteckst du dich vor jemandem? Versteckst du dich vor jemandem? Ach was, so ein Unsinn. Ich stehe nur gerne zwischen den Bäumen, damit mir der Wind nicht direkt ins Gesicht weht. Aber was ist jetzt mit dir? Willst du den Job? Damit der Wind mir nicht direkt ins Gesicht weht. Der sieht gemein aus. Mit dem will ich mich wahrscheinlich nicht anlegen. Der sieht aus, als ob seine Rüstung besser wäre. Warum nicht? Du musst es einem unwissenden alten Seemann schon nachsehen. Ich bin fremd in dieser Gegend hier und kenne mich noch nicht so gut mit den hier herrschenden Regeln aus. So musste ich schmerzlich erfahren, dass man als fremder Reisender in der Hafenstadt nicht willkommen ist. Nun stehe ich hier und bin völlig ratlos, wie ich in die Stadt kommen soll. Ich habe äußerst wichtige Geschäfte zu erledigen und meine Auftraggeber dulden keinen Aufschub, verstehst du? Du wirst mir doch sicher helfen, meinen Weg zu finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen. Hab ich recht? Hab ich recht? Locke! Locke! Vielen Dank für den 5. Monat! Weiß ich sehr zu schätzen. Haust du rein, Locke? Du weißt ja, wie es läuft hier mit dem Käse. Danke für schon 5 Monate. Unglaublich lange Zeit. Vielen Dank für den ganzen Support. Weiß ich sehr zu schätzen. Hau rein! Wegen den Stadtwachen? Wegen der Stadtwachen. Ja, schon eine Idee. Mit dieser Bauernkleidung hier sollten sie sich vorbeilassen. Vergiss es! Als Kräutersammler würdest du in die Stadt kommen? Als Kräutersammler würdest du in die Stadt kommen. Was? Sehe ich etwa so aus, als würde ich im Wald Blümchen pflücken? Bestechung? Wie wär's mit Bestechung? Tja. Wenn das bei mir funktionieren würde, hätte ich das sicher schon versucht. Ich geb dir doch nicht meine Bauernkleidung. Ich muss nochmal nachdenken. Ich muss darüber erst nochmal nachdenken. Na schön. Aber beeil dich damit. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Wisst ihr, was schade ist? Ich hätte ihm gerne gesagt, Greg,
Geh mal da nach hinten zu dem Typen auf der Bank, der hat nämlich einen Passierschein. Ich sehe schon, wo das hinführt. Wie nein, doch? Natürlich. Setos, danke für den Follow, bediene dich an der Käseplatte. Ich könnte jetzt den Passierschein da hinten holen gehen, aber dann hat der Typen Gefallen bei mir gut. Und das ist immer so eine gewisse Sache. Ne? Ich weiß nicht, ob ich jemandem was schulden will, nur weil irgend so ein Pirat einen Gefallen von mir verlangt. Ne, deswegen... Ich weiß nicht, ob ich dem helfen will. Also ich würde eher den Passierschein für ihn holen gehen. Und eher nicht meine Bauernkleidung weggeben, damit ich einfach noch ein bisschen Panzerung habe. Yo! Oh, nice! Brenn, Baby! Ist ja noch einer? Gegen den will ich's... Gegen den riskiere ich's nicht mal. Sogar Level abbekommen, siehst du mal. Hallo Fabian! Aloha Martin! Hallo Bloody! Passierschein A38, ja. Davon hatten wir es auch schon letztens. Passierschein A38! Jeez. Oh Gott! Was sind das? Oh, das sind Ratten. Oh Gott! Okida! Okida! Du warst schon mal Sub, glaube ich. Warte, Kida, einen Moment. Ich bin gleich bei dir. Ich muss Ratten. Angriff! Ich! Oh mein Gott, hat die viel Leben! Das war ein Witz! Ha? Alter, ich kann die Kamera nicht... Ah! Nein! Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Kill es! Ein Mistvieh weniger. Ich hab so wenig Schaden gemacht. Ich hab so wenig Schaden gemacht, da muss doch irgendwas verkehrt gewesen sein, oder? Oder habe ich vielleicht einfach nur nicht richtig getroffen? War das irgendeine mutierte Ratte? Ich habe nur so viel abgezogen. Fuck! Fuck! Hatte beim letzten Mal nicht erneuert. Ah ja, genau, Kida, sowas war das. Aber ich konnte mich erinnern, Kida, siehst du mal. Kida! Kida, vielen Dank für deinen Sub, für deine Unterstützung. Bitte haust du rein, nimm dir vom Käse, was auch immer du brauchst. Du weißt ja, wie es läuft. Vielen Dank für deine Unterstützung, weiß ich sehr zu schätzen. Und, Moment. Und Setos. Setos, vielen Dank auch an dich, mein Freund. Für den neuen Sub, für den frischen Sub. Weiß ich sehr zu schätzen. Mein Freund, nimm dir, was auch immer du brauchst. Egal, ob Ofenkäse oder Käse aus dem Schlauch gespritzt. Bediene dich, mein Freund. Dankeschön, danke für den Support, ihr beiden. Weiß ich sehr zu schätzen. Haut ihr rein. Haut ihr rein, vielen Dank. Ja, dann, also... Ne, ist klar. Das sind jetzt, so, also 40 Minuten sind das nochmal. Ist klar, ne? Lol, mein Hotkey ist mit Minus besetzt. Dann zoome ich raus aus dem Spiel. So. Immer wenn ich eine Frage stelle, kommt ein Sub und meine Frage wird erdrückt. Sorry, Marblewiesen. Du hast gefragt, was für eine Klasse du spielen sollst in Enderal. Magier geht am meisten ab. Wenn du es am schwierigsten haben willst, dann Nahkämpfer. Obwohl, vielleicht wäre es besser, wenn ich bei dem Piraten was gut habe, als wenn der Händler bei mir was gut hat. Aber der Pirat könnte mich auch bescheißen. Ne? Ich meine, der klingt so ein bisschen wie ein Hamburger, da kann man nie wissen, ne? Ich meine, ich habe ja Rykos getroffen, deswegen, da muss man halt aufpassen. Da kann man nie wissen. So, warte, hier war noch eine Ratte. Ich probiere es jetzt nochmal selber gegen die Ratte. Ah! Ja, es ist... Dieser Dolch hat nicht unbedingt die Reichweite. Oh, da ist ziemlich viel Blut unten. Da müssen wir auch noch durchgehen durch den Graben. Wenn Stone mitmacht, mit was mitmachen? Ich habe vorhin nur irgendetwas aus dem Augenwinkel gelesen von wegen Trash-Stream oder whatever the fuck.
Ja, kann man durchaus machen. Atreon ist da. Ich sollte mich wahrscheinlich nochmal lieber heilen. Zumindest mal so fast voll heilen. Magier in Enderal sind doch nicht overpowered! Tabletop. Tabletop. Okay. Meinst du damit Pen and Paper oder was? Oder meinst du damit Kartenspiele? Ich bin Tabletop-Profi, wie man sieht. Oh, Gold! Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich hier weitergehe, sterbe ich. Moment, ich speichere lieber kurz. Ja, bitte, das ist mein allererstes Mal Gothic 2. Ich habe noch nie vorher Gothic 2 gespielt. Also bitte nicht sagen, wo ich Sachen finden kann, wo ich Sachen verpassen könnte. Was ihr mir sagen könnt, was ich immer sehr zu schätzen weiß, ist, wenn wir einen Punkt in Gothic erreichen, oder allgemein in dem, was ich spiele, wenn wir einen Punkt erreichen, wo wir kurz davor sind, in ein neues Kapitel zu wechseln oder irgendwo in eine Situation hereinzugeraten, wo andere Quests nicht mehr machbar sind, dann könnt ihr mir gerne im Chat schreiben, so, Achtung, geh noch nicht hier weiter, sonst ist die Quest nicht mehr verfügbar. Weil dann mache ich Vollbremsung und gehe mich nochmal umgucken. Das ist in Ordnung. Aber ansonsten würde ich das gerne für mich erfahren, für mich herausfinden. Eine eigene Erfahrung haben. Aber wenn ich so irgendwelche Sachen übersehen sollte oder so, dann ist das in Ordnung. Dann ist es halt so. Ne? Jeder von uns übersieht mal Sachen. Ey, so viele Sachen hier. Let's go. Ich habe das Gefühl, hier wird irgendwo ein Ork am Ende sein. Vielleicht liegen hier auch nur so viele Sachen, weil es halt ein Graben ist. Und alle Leute versucht haben, mich zu stürmen und so. Ne? Dann halt Pen and Paper, wenn du es so willst, Stone. Don, was ist Pen and Paper? Ist es Tabletop? Meinst du das damit? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Warte kurz. Okay, sorry. Ja, aber Tabletop, Pen and Paper bin ich auch. Säge, let's go. Bin ich auch offen dafür. Oh, silberner Ring. Ja, hallo, natürlich. Den können wir verkaufen. Ganz wichtig, geh nicht weiter. Oh, jetzt möchte ich weitergehen. Warte, kann der Ring irgendwas? Nee, das ist nur zum 120 Wert. Nice. Oi, 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 oi. Hallo? Oh, Heilpflanzen. Käfer, okay. Ich könnte hier rüberspringen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich nicht mehr zurückkomme. Okay, pass auf. Ich will etwas ausprobieren, aber eventuell komme ich hier nicht mehr raus. Ist Gothic so eine Art Skyrim-Vorgänger? Im weitesten Sinne, ja. Im weitesten Sinne... Also es hat natürlich nichts mit der Story von Skyrim zu tun... Es ist nicht von den gleichen Entwicklern, ist deutlich älter. Aber man könnte sagen, Gothic... Obwohl, nee, kann man eigentlich auch nicht unbedingt. Ich würde sagen, für viele Spieler von uns, für viele Spieler wie wir, war Gothic 2 sehr prägend, was die RPG-Zockerkarriere anging. Ne? So, sage ich mal. Und in dem Sinne hängt es mehr oder weniger mit Skyrim zusammen. Es ist ein RPG und es ist prägend für, was RPGs angeht. Oder war für viele Leute prägend. Es genießt einen sehr guten Ruf, zumindest in Deutschland. Im Ausland, glaube ich, war Gothic leider nicht so erfolgreich. Aber ich habe noch nie Gothic 2 gespielt. Nur Gothic 1, aber auch im Stream mit euch zusammen. Was ist das hier für ein Tal? Ich möchte nicht sterben. Ich hoffe, das kann man verstehen. Moment. Da ist nur so ein Käfer. Das würde noch gehen.
Okay, pass auf, ich speichere nochmal. Ich will auf den Felsen darüber springen. Da sind nämlich Pflanzen drauf, die will ich mitnehmen. So. Let's go! Uff! Ach, puh. Ich dachte, ich krieg Schaden. Jetzt ist nur die Frage, ob sich das gelohnt hat, aber guck mal hier. Siehste mal. Jetzt habe ich die ganze Zeit die Funk-Playlist im Kopf, ey. Meine Güte. Help! In welchen Teilen gab es den Bug, wo ein Questgeber einfach ein Schaf wird? Was? Keine Ahnung. Oh Gott! Alles gut. So, ihr Kackkäfer. Komme ich hier wieder zurück? Ich glaube nicht. Oh, oh wow, sind das viele. Oh, oh. Nee, das lasse ich lieber. 5 Stück. Und ich habe bisher nur gegen junge Feldräuber gekämpft. Und das sind hier gerade ausgewachsene Feldräuber. Ich habe ziemlich viele Wecker auf meinem Handy. Hüpp! Oh, da komme ich ja fast hoch. Fuck. Okay, pass auf. Wir brauchen... Wow! Bullet! Like a bullet, ey. Nein, 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 nein. Ihr habt mich alle nicht... Oh, Sumpfkraut, Drogen. Let's go. Oh Gott! Ah! Oh Gott, oh Gott! Ah, es ist direkt hinter mir! Ah! Oh Gott, es hat mir Schaden gemacht. Aua. Ey, die sind ziemlich schnell. Der hat mich einmal getroffen und ich habe die Hälfte von meinem Leben verloren. Lauf! Okay, puh. alles klar, wir leben noch. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Ich höre keine Kampfmusik mehr. Seid ihr weg? Gut. Puh. Da gehe ich erstmal nicht. Alles klar. Fucking Christ. Ich will so ein Feature in jedem Spiel. Suddenly scharf. Stone ist ein bisschen lebensmüde. Ja, manchmal. Moment, erstmal speichern, dafür, dass ich überlebt habe. So. Lass uns mal gegen die Mods rebellieren. Oh, ich glaube, das wollt ihr nicht. Die haben ja auch mehr Beine als wie du. Ja, stimmt. Wenn irgendwas mehr Beine als wie du hast, solltest du immer deine 2 Beine in die Hand nehmen. Nee, dann kannst du nicht mehr laufen. 1 Bein in die Hand nehmen. Seht ihr, wie er sich der Gefahr stellt? Ja, absolut. Okay, pass auf. Ich will dem Piraten helfen, einfach weil ich neugierig bin, was passiert. Was mit der Quest auch mit dem hier passiert. Ich nehme mal dein schmutziges Angebot an. Oh, ich kann es nicht mehr nachträglich annehmen. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Ich dachte, das wäre noch gegangen. Okay, interessant. Ich dachte, ich könnte noch nachträglich sagen, okay, weißt du was, ich nehme doch deinen Passierschein, dann schulde ich dir was, aber dann habe ich ihn immerhin. Ich muss weiter. Von mir aus. Gut. Gut, dann würde ich sagen, was machen wir als nächstes? Soll ich da drüben in die Stadt laufen? Oder warte, gab es hier eine Karte? Nee, ne? Die müssen wir wahrscheinlich erstmal wieder von irgendwem finden oder so. Selbst die Risen-Teile sind irgendwie Gothics. Ja, das stimmt. Und Risen wird ein Gothic in der Zukunft, ja. Ich bin sehr gespannt auf Elix. Ich bin zwar nicht gehypt, aber ich bin gespannt. Ach, ich glaube, hier gab es keinen anderen Weg, ne? Ich glaube, hier sind wir schon einmal so außen rum gelaufen. Hier gab es sonst nichts. Hallo, Bruder! Bis dann, Marble. Wie lang geht der Stream noch? Ich glaube, das muss ich dir nicht sagen. Wie freundlich er sagt, zeig mir deine Ware. Ich hoffe, ich kann mich gleich regenerieren, wenn ich mich irgendwo in ein Bett schlafen lege. Gehen wir erstmal in die Stadt, gucken wir, was es da so gibt. Ich hoffe, der Pirat wird später auch noch draußen sein, dass wir ihm... Wenn wir eine bessere Rüstung haben, dann vielleicht die Bauernkleidung geben können. Irgendwie sowas, vielleicht geht das ja. Hat er Lester am Anfang eigentlich gefunden? Ja.
bin über die Höhle nach unten reingelaufen und so. Genau. Ich habe den Waldbereich, wo Lester war, schön aufgeräumt. Oder ich habe versucht, ihn aufzuräumen, besser gesagt. Ich will noch mehr von diesen Sumpffliegen. Let's go! Das Wachen, Hilfe! Komm her, Mist! Ja, perfekt, genau so. Au! Ah! Alter, du bist so nutzlos! Danke, ich fucking Christ. Ich hab's immer noch drauf. Klar hast du das. Da ist nichts zu holen. Ich hab's immer noch drauf, hä? Hier, let's go. Ja, alles klar, mein Freund. Der Plan hat nicht so gut funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Ich benutze mal den Bogen ein bisschen. Alter, warum? Treff doch die Scheiß. Oh Gott! Nimm das Scheiß! Ah! Gott! Alter, ich hasse Blutfliegen so sehr. Ah. Oh, 40 Erfahrungspunkte. Nichts. Oh, die heißen nicht mal junge Blutfliegen, das sind jetzt richtige Blutfliegen. Okay, ey, hätte ich die Heilpflanze nicht gegessen, wäre ich jetzt tot, ne? Glaube ich. Oh, Dunkelpilze. Zack. Zack, mach ich mir schönen Pilzauflauf hier. Lecker! Mit dem Buttermesser gegen die Blutfliege. Ey, das ist kein Buttermesser, hallo? Respektier mein Messer. Das ist ein Wolfsmesser, alles klar. Das ist halt nur ziemlich kurz, das ist das Problem. Aber ja, ist ja kein Problem. Ich bin es gewohnt, kurze Dinge in der Hand zu halten, deswegen... ne, ich muss nur mich in Gothic erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Gothic, nicht schwierig wegen schwierig, sondern schwierig wegen Steuerung. Ja. Da sind Wölfe. Ich muss sagen, in Gothic 2 ist die Steuerung deutlich besser als in Gothic 1. Das muss ich sagen. In Gothic 1 war das eher noch so ein großes Durcheinander. Jetzt gerade komme ich deutlich besser drauf, klar. Na, 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 na. Oh Gott. Ein Raptoren. Ach nee, Scavenger aus Gothic 1. Ich habe vergessen, wie schwer die im Nahkampf sind. Ich heile mich mal lieber ein bisschen. Okay, wenn ich sie mit so viel Leben nicht schaffe, sind sie eh zu hart. Snapper heißen die. Ich mach gar keinen Schaden! Ah! Ja. Gut. Ja. Gut. So viel dazu. Kleine Notiz an mich selbst. Nein, funktioniert nicht. Fuck! Gut. Ich komme wieder, würde ich sagen. Ich komme wieder. Wir gehen erstmal in die Stadt. Ich habe schon gesehen, die Blutfliegen sind hier ein bisschen stärker und so weiter. Und da hinten die Wölfe, dort die Käfer sind auch stärker. Wir brauchen erstmal gescheite Waffen. Wir werden Magier. Wir holen uns ein Schwert, whatever the fuck. Wir brauchen erstmal Equipment. Halt! Bist du einer halt. Der Knechte von Lobards Hof? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Ich bin noch nicht lange bei Lobard. Was willst du in der Stadt? Ah, oh, was? Genau, warte, zum Schmied Werkzeuge reparieren lassen war das, oder? Wenn du als Bauer unterwegs bist. Ich will zum Schmied Werkzeuge reparieren lassen. Na schön, dann mach mal, dass du reinkommst. Und wenn du Lobard siehst... Kannst du ihm sagen, er soll die Schafe gut füttern. Wir kommen demnächst wieder zu ihm. Ja, Raucher lachen.
Halt, Fremder! Hallo. Ich bin Lothar, Paladin des Königs und demütiger Diener Innos, deines Herrn. Unser Kommandant Lord Hagen hat mich mit der Aufgabe betraut, allen Neuankömmlingen die neuen Gesetze zu erklären, die für alle Bewohner der Stadt gelten. Seit in dieser Stadt ständig irgendjemand einfach verschwindet, hat sich jeder daran zu halten, wenn er nicht dasselbe Schicksal erleiden will. Die Probleme habe ich kommen sehen. Aha. Verschwinden? Die Bewohner der Stadt verschwinden einfach? Ja, es scheinen täglich mehr zu werden. Ärgerlich an der Sache ist, dass die Miliz die Hintergründe dieser seltsamen Vorkommnisse immer noch nicht klären konnte. Verständlich, dass die Einwohner der Stadt momentan sehr misstrauisch gegenüber Fremden sind. Also reit sie nicht nach oben drein, wenn du in der Stadt bist, klar? Ich habe so einiges gehört. Übernachten? Wo kann ich hier übernachten? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh zum Hotel, direkt gegenüber der Kaserne. Die Paladine kommen für die ordentliche Unterbringung aller Reisenden, die in die Stadt kommen, auf. Die fahrenden Händler vom Marktplatz sind auch dort untergebracht. Wird sich das jemals ändern? Regeln? Gut, erklär mir die Regeln der Stadt. Erstens, der ehrenwerte Paladin Lord Hagen residiert zusammen mit seiner Truppe im oberen Viertel. Deswegen ist der Zutritt zum oberen Viertel nur ehrenwerten Bürgern gestattet. Zweitens, das Rathaus im oberen Viertel dient als Kommandoposten der Paladine. Dort haben nur die Paladine selbst und Angehörige der Miliz Zugang. Und drittens, wer eines Verbrechens angeklagt ist, muss sich beim Kommandanten der Miliz dafür rechtfertigen. Noch Fragen? Nee. Achso, wie werde ich Bürger der Stadt? Kann ich das auch machen? Wie werde ich Bürger der Stadt? Nur wer hier einer ordentlichen Arbeit nachgeht, wird als Bürger der Stadt angesehen. Aber denk Schlacht nur nicht, euch dass alle du bei Lord Hagen vorgelassen wirst, nur weil du Bürger der Stadt bist. Als Bürger hast du Zugang zum oberen Viertel, mehr nicht. Okay. Nur als Angehöriger der Miliz hast du Zugang zum Rathaus. Miliz, okay. Ich will eigentlich zu den Magiern. Wie komme ich zum oberen Viertel, ja, Bürger? Wie komme ich zum oberen Viertel? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Du bist kein Bürger dieser Stadt. Du kannst dir den Weg sparen, die Wachen Alles werden dich nicht einlassen. Der gesamte Bereich hinter dem inneren Stadttor ist tabu für dich. Ich glaube nicht, dass ich daran was... Ich wollte es gerade sagen. Ja, das wissen wir eigentlich schon, aber die Dialogoption ist da, dann klicke ich es halt mal an. Hörst du mir eigentlich überhaupt zu, Mann? Sorry. Wo finde ich Arbeit? Du wirst dich bei einem der Handwerksmeister hier in der Unterstadt als Lehrling bewerben müssen. Sobald einer der Meister dich aufnimmt, bist du Bürger der Stadt. Allerdings müssen dafür auch die anderen Meister zustimmen. So will es der Brauch hier in Korinis. Wenn du auf die Idee kommen solltest, im Hafenviertel nach Arbeit zu suchen, vergiss es. Illegal. Da wohnt nur der Abschaum der Stadt. Geh bloß nicht dorthin, du würdest es bereuen. Gucken wir mal. Aber wo sind die Magier? Kommandant? Wo finde ich den Kommandanten der Stadtwache? Lord Andre hält sich in der Kaserne am anderen Ende der Stadt auf. Okay, gegenüber der Kaserne ist ein Hotel, das ist sehr gut, gerade wird dunkel. Miliz? Wie werde ich bei der Miliz aufgenommen? Auf ausdrücklichen Befehl von Lord Hagen werden nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufgenommen. Ja, sonst nix. Wenn du mehr wissen willst, melde dich bei Lord Andre in der Kaserne. Alles klar. Rüstung wie deine zu bekommen? Oh, ich will eigentlich Magier werden, aber trotzdem, wer weiß. Was muss ich tun, um eine Rüstung wie deine zu bekommen? Was? Du bist ja noch nicht einmal bei der Miliz. Aber ich will du sie jetzt ja schon noch haben. Nicht mal Bürger. Hallo? Wie kannst du daran denken, die Rüstung eines Paladins tragen zu dürfen? Nur wenige Soldaten der Miliz, die Außergewöhnliches geleistet haben, haben bisher diese Ehre erhalten. Wenn du ein Paladin werden willst, hast du noch einen weiten Weg vor dir, mein Junge. Ich habe eine Nachricht für den Anführer der Paladine. Ich habe da meine eigene Meinung. Will ich ihm das hier jetzt schon sagen? Ich wundere mich über gar nichts mehr. Nein. Ich muss weiter. Solange du in Korinis bist, kannst du dich sicher fühlen. Er ist zwar ein Paladin, aber... Paladine des Königs wachen jetzt über diese Stadt. Oh, es klingelt wieder. Vielleicht ist das mein Kameraakku. Okay, ich werde erst sagen, dass ich eine Nachricht habe für den Anführer, sobald ich bei den Paladinen drin bin und dann halt sagen will, ey. Ne? Die Synchronquali ist geil, ja, ne? Finde ich auch, das Voice Acting ist super. Bei Gotik. Wow, Martha, Abkürzung gibt es nicht, du Lümmel. Noch mehr Ärger kann ich. Gib es nicht. Tut mir leid. Er hat auf die Bürger. Rupert.
Ich weiß, hallo, Fremder. Du musst hungrig und durstig hallo, sein. Hallo, Pfosten. Kann ich dich vielleicht für meine Ware interessieren? Es wird gerade ziemlich dunkel, ehrlich gesagt. Ich hab mir das schon. Eigentlich bin ich auf dem Weg zu den Paladinen. Du kannst jedem das erzählen. Du musst es ja besser wissen. Was hast du denn? Was hast du anzubieten? Ich hab mir das schon. Zurzeit habe ich nicht allzu viel Auswahl. Der verdammte Großbauer liefert nicht mehr und was von den kleinen Höfen kommt, reicht nicht aus, um den Bedarf der Stadt zu decken. Ich kann das nicht glauben. Ich sehe schon einen Auftrag. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Erzähl mir mehr über den Bauernaufstand. Ach so, wegen dem Aufstand, stimmt. Die Sache ist ganz einfach. Ona, der fette Großbauer, will keinen Tribut mehr an die Stadt zahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind im Krieg mit den Orks und der Fettwanst will alles für sich haben. Wow. Normalerweise greift die Stadtwache in solchen Fällen hart durch. Aber jetzt kommt das Beste. Es heißt, Ona hat sich Söldner angeheuert, um sich die Truppen der Stadt vom Hals zu halten. Söldner. Das Ganze wird noch in einem verdammten Krieg enden. Als ob ein Krieg nicht reichen würde. Nix. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ona. Im Dunkeln ist gut munkeln, habe ich gehört, Martha. Alles klar, alles klar. Just by the way. Die Verbjörn, die weiß Bescheid. Was weißt du über Onas Söldner? Kann ich irgendwie helfen? Was weißt du über Onas Söldner? Ich habe gehört, die meisten von ihnen sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Und ihr Anführer soll eine große Nummer beim König gewesen sein. Ein General oder sowas, den sie als Verräter eingelocht haben. Schlimme Zeiten sind das. Hast du Arbeit? Ich brauche Geld und ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ich habe gehört, Bosper hat Ärger mit seinem Lieferanten. Sein Laden ist direkt gegenüber. Es heißt, Bosper. Er zahlt ganz gut. Oh. Ware? Zeig mir deine Ware. Hallöchen, Payne. Morgen. Und Grindable Gothic 2 Old but Gold. Yeah. Manchmal, Martha, manchmal weiß ich Bescheid. Betonung auf manchmal. Besen! Besen-Hype. Besen-Brot! Brot und Käse, schon geil eigentlich. Brauche ich aber nicht. Gut, mach's gut. Laden gegenüber, da ist niemand. Ach so, die machen nachts ihren Läden zu. Fuck, es ist logisch. Okay, pass auf. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich alle hier zumachen, oder? Bognerei. Matthäus allerlei. Hast du noch offen? Was kann ich für dich tun? Oh, die haben nur draußen geschlossen. Okay. Was weißt du über Paladiner? Seit die Kerle in der Stadt sind, habe ich nichts als Ärger. Als ich letztens ins obere Viertel wollte, halten mich doch glatt die Wachen auf und fragen mich, was ich da zu suchen habe. Und? Was hast du da zu suchen? Natürlich haben sie mich reingelassen. Ich habe meinen Laden schon in der Stadt gehabt, da haben die meisten von diesen Wichtigtuern noch mit Holzschwertern Schweine gejagt. Und gestern kommen die Mistkerle zu mir und beschlagnahmen die Hälfte meiner Ware. Okay. Die haben einfach deine Ware genommen? Die Paladine haben deine Ware beschlagnahmt? Alles, was ich bei mir im Hinterhof gelagert hatte. Sie haben einfach eine Wache vorm Hofeingang platziert. Wenn ich Glück habe, nehmen sie nicht alles mit. Zumindest die Rüstungen werden sie wohl dalassen. Wow, Raikos. Wow. Wow. Kannst du mir helfen, da hochzukommen? Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Was? Was willst du denn da? Ich habe eine wichtige Nachricht. So. Hast du schon versucht, an den Wachen vorbeizukommen? Ich glaube, den Versuch kann ich mir sparen. Da hast du vermutlich recht. Ich weiß ja nicht, wie wichtig deine Nachricht ist. Und es geht mich auch wohl nichts an. Aber selbst wenn du ihnen erzählen wolltest, dass im Hafen gerade ein Schiff voller Orks anlegt, würden sie dich wegschicken, weil sie ihre Befehle haben. Alles klar. Wer passe ich dabei, aber das ist ein Synchronsprecher, der bei Champions einen Zwerg gesprochen hat. Champions? Ist es ein Game? Ein Film? Eine Serie? Champions? Der Name hört sich so generisch an. Was verkaufst du? Was verkaufst du? Ich kann dir alles anbieten, was du brauchst, um in der Wildnis zu überleben. Waffen, Fackeln, Proviant und sogar Rüstungen. Ich habe da noch ein ganz besonderes Stück auf Lager. Eine doppelt gehärtete Rüstung aus Snapperleder. Noch ungetragen. Interessiert? Bestimmt schweineteuer. 250 Gold.
Ich habe aktuell 15 und 15 Schutz. 25, 20 Schutz. Ja. Aber ich habe sowieso nicht genug Geld. Zeig mal. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Oh! Ikumok Danmal Daido Pelta Deidung Keisu Daras. Holy shit, Pain! Sogar die doppelte Ladung! Was ist eigentlich dir lieber, Pain oder Otti? Muss ich mal sagen. Pain! Pain! Damit bist du in unserer 5-Klassen-Gesellschaft auf Rang 4. Nee, Pain, Spaß beiseite. Vielen Dank! Vielen Dank erstens für 5 Monate. Weiß ich sehr zu schätzen, mein Freund. Wirklich, sehr. Vielen Dank, mein Freund. Willkommen auch weiterhin bei den Deluxe-Würfeln und unendlichen Käsevorrat mal 2. Unendlich mal 2, ist ja klar. Verdoppelten Support kriegt man 2-mal unendlich. Pain, Otti, vielen Dank, mein Freund. Aber du hast den Sub aufgestockt. Das heißt, ich muss leider meine Streamzeit nochmal verlängern um 5 Minuten, weil das ist ja quasi ein Sub-Punkt obendrauf. Ey, wir sind schon bei 45 Minuten länger. Ich kotze gleich. Weißt du, ich habe noch nicht mal 2 Stunden gestreamt, ja? Gut, aber wir sind jetzt noch am Anfang. Deswegen, am Anfang ist immer am schlimmsten und dann wird's besser. Nee, danke für den Support. Sag ruhig Otti. Okay, alles klar. War das der Parier-Sound aus Dark Souls? Ja. Hallo? Besonderen Sub muss man ja natürlich mit einem der befriedigendsten Sounds der Gaming-Geschichte abschließen. Hallo, ist ja klar. Pfeil, Essenz der Heilung, Bier. Hat auch nicht so geile Sachen. Nichts, was ich brauche, so wirklich. Kann ich ihn nochmal fragen wegen oberes Viertel? Also kannst du mir jetzt helfen, ins obere Viertel zu kommen? Scheint dir ja echt wichtig zu sein. Die Frage ist, wie wichtig ist es dir? Wie meinst du das? Ich kann dir schon helfen. Immerhin bin ich einer der einflussreichsten Leute hier. Aber das hat seinen Preis. Ah, wie genau kannst du mir denn helfen? Wie genau kannst du mir helfen? Ganz einfach. Ich werde meinen Einfluss dafür einsetzen, dass du bei einem der Handwerksmeister hier als Lehrling aufgenommen wirst. Oh, dann kann ich gleich Handwerk trainieren. Als Deutscher bist du praktisch Bürger der Stadt und kommst ins obere Viertel. Außerdem verdienst du noch was dabei. Das ist ja gar nicht mal so. Aber wie viel verlangst du denn überhaupt? Vielleicht kann ich mir das gar nicht leisten. Was verlangst du für deine Hilfe? 100 Goldstücke. Am Anfang ist es immer am schlimmsten und dann wird es besser. Ach, diese Unwissenden, diese süßen Unwissenden. Fabian, sag nix. Du macht mir Angst. Fuck, ich habe ihm nicht zugehört. Das ist aber eine verdammte Menge. Reg dich ab. Es ist ja nicht dein Gold, das ich im Sinn habe. Wie viel Gold hat er gesagt? Sondern? Im Grunde ist es mein Gold. Gritta, die Nichte des Tischlers, hat seit Ewigkeiten ihre Schulden bei mir nicht bezahlt. Aber die kleine Göre rennt ständig in neuen Kleidern rum. Das heißt, sie hat das Geld. Ich würde es ja aus ihr rausprügeln, aber Meister Torben, gesagt. Der Tischler, ist auch ein sehr einflussreicher Mann. Beschaff mir das Geld und ich werde dir helfen. Ich gucke mal, wo ist diese Gritta? Wo finde ich diese Gritta? Wie gesagt, sie ist die Nichte des Tischlers. Sein Haus ist die Straße runter, das letzte Haus rechts vorm Schmied. Oh, Schmied wollen wir auch gucken. Und wo könnte ich als Lehrling anfangen? Bei wem könnte ich denn als Lehrling anfangen? Im Grunde bei jedem der Meister hier an der Hauptstraße. Oh, okay. Da wäre Harad, der Schmied, Bosper, der Bogner, Torben, der Tischler oder Konstantino, der Alchemist. Irgendwer wird dich schon nehmen. Aber es ist wichtig, dass die anderen Meister zustimmen. Das ist seit jeher Brauch hier in Korinis. Was? Also ich will ja hauptsächlich einen Magier spielen. Schmied wäre nicht schlecht für einen Anfang, wenn ich mir eine gute Waffe... Oder vielleicht auch für später als Magier, damit ich ein paar Feuerbälle schießen kann. Und wenn der Gegner mir in den Nahkampf kommt, dass ich ihn dann mit dem Schwert bearbeite oder so. Entweder so oder... Also das heißt entweder Schmied oder Alchemist. Ich glaube, das wäre so am brauchbarsten. Alchemist könnte ich mich halt dann immer schön heilen und mich ausrüsten und mich schön hochpumpen. Das wäre auch nicht schlecht. Warum nimmst du mich nicht als Lehrling auf? Ja gut, der ist Allgemeinwarenhändler, ne? Sprich, er kann nichts. Warum nimmst du mich nicht als Lehrling auf? Würde ich...
aber die anderen Meister würden nicht zustimmen. Ich habe nämlich erst kürzlich einen anderen Lehrling aufgenommen. Alchi ist der Quest leider ziemlich nervig, okay. Wie bekomme ich die Zustimmung? Wahrscheinlich muss ich alle von mir überzeugen, oder? Wie bekomme ich die Zustimmung der anderen Meister? Du musst sie einfach von dir überzeugen. Geh hin und rede mit ihnen. Aber wenn mehr als einer von ihnen gegen dich ist, hast du keine Chance. Also benimm dich. Okay, also einer ist noch okay. Hilf mir bei einem Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Hilf mir bei einem der Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Das hatten wir ja gerade eben, ne? Eins nach dem anderen. Erfülle du erstmal deinen Teil der Abmachung und 100 Gold, alles Gold. Okay, anderer Weg. Ja, vorbeischleichen hat er gesagt, ne, oder so. Nee, ist in Ordnung. Ich will als Lehrling aufgenommen werden, das ist ganz praktisch, das ist gut. Das stelle ich mir ganz praktisch vor, weil dann können wir gleich mal unsere Sachen pushen. Hast du auch... Zeig mir deine Ware. Das ist der Lehrling oder was? Okay. Ach nee, das ist der Typ, der draußen den Stand hatte, ne? So, okay. Ich glaube, wir brauchen aber ein Hotel, weil langsam machen dich ja alle zu. Ich glaube, sie sind nur in die Häuser gegangen, ne? Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Ich hoffe, dass die Miliz endlich herausfindet, warum die Bevölkerung von Korinis immer kleiner wird. Man muss ja Angst um sein Leben haben, wenn man so hört, dass schon so viele vermisst werden. Ah, recht. Was gibt es hier Interessantes zu sehen? Auf dem Marktplatz kannst du alle möglichen Waren ansehen. Wer sind die wichtigen Persönlichkeiten dieser Stadt? Die Paladiner haben das obere Viertel besetzt. Du hast ja geile Infos. Kannst du mir helfen, mich hier zurechtzufinden? Du bist jetzt in der Unterstadt. Wo willst du hin? Noch weiß ich gar nicht, wo ich hin will. Ich guck mich erstmal noch um. Danke. Das war alles, was ich wissen wollte. Bürger dieser Stadt wissen wir ja schon Bescheid, ist alles klar. Ich weiß nicht, ob ich die Leute trotzdem auf Sachen ansprechen soll. Ach so, das ist eine normale, die hat nicht mal einen Namen. Willkommen in meinem Laden, Fremder. Hallo. Ich bin Bosper. Ich baue Bögen und handle mit Fellen. Was treibt dich nach Korinis? Ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Dein Vorgänger hat gerade vor 2 Tagen seinen Job an den Nagel gehängt. Verstehst du denn was vom Jagen? Naja. Ich könnte dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Ich zahle gut für jedes Fell. Ich will. Du bist nur irgend so ein Heinz. Also, Tieren Fell abziehen ist nice. Damit kann ich ein bisschen Geld machen, aber ich will. Der Bogner bringt mir am wenigsten, glaube ich. Ich will bei dir als Lehrling anfangen? Nein. Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister anfangen will? Ist es in Ordnung? Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister anfangen will? Unsinn. Harad und Matteo haben schon Lehrlinge. Konstantino, der Alchemist, ist ein Eigenbrötler. Er hat schon seit Jahren keinen Lehrling mehr angenommen. Und was Torben betrifft, jeder weiß, dass er kein Geld hat. Er könnte dich vermutlich nicht mal bezahlen. Ich hingegen brauche dringend einen Lehrling. Und ich zahle auch gut. Aber egal, bei wem du anfangen willst, du brauchst die Zustimmung aller anderen Meister aus der Unterstadt. Also muss ich bei jedem von euch hier... Okay. Warum hat der Lehrling einen Job aufgegeben? Ah, vielleicht ist das schon zu persönlich, die Frage. Was hast du für Ware? Zeig mir deine Ware. Er hat aufgegeben, weil es eines Nachts auf einmal eine Überraschungsfistung gab. Bitte was? Nichts. Es hatte seine Gründe. Warum hat dein Lehrling seinen Job aufgegeben? Warum hat dein Lehrling seinen Job aufgegeben? Muss ich ja wissen, wenn ich vielleicht der Neue bin. Mir hat er nur gesagt, es sei zu gefährlich geworden da draußen. Wenn es dich wirklich interessiert, kannst du ihn ja selber fragen. Er heißt Bartok und treibt sich vermutlich in der Nähe von Koragons Kneipe rum. Haben wir den nicht irgendwo gesehen? Geh vom Schmied aus durch die Unterführung, dann läufst du direkt darauf zu. Okay, ich gucke. Deine Zustimmung? Bekomme ich deine Zustimmung, um bei einem der anderen Meister anzufangen? Nun gut, ich werde zustimmen. Aber unter einer Bedingung. Arbeite wenigstens eine kurze Zeit lang für mich. Dann kannst du mit Sicherheit sagen, ob dir mein Handwerk liegt oder nicht. Und wer weiß, vielleicht gefällt es dir am Ende ja und du bleibst bei mir. Wenn du gut genug bist, um bei mir anzufangen, bist du auch gut genug für alle anderen hier. Okay.
Was soll ich denn machen? Was soll ich für dich machen? Ich werde dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Und du besorgst mir, sagen wir, ein halbes Dutzend Wolfsfelle. Dann weiß ich, dass du dein Handwerk beherrschst. Wenn du dafür nicht ewig brauchst und die Fälle einigermaßen in Ordnung sind, kannst du von mir aus bei mir anfangen. Oder bei einem der anderen Meister, wenn du unbedingt willst. Wenn du unbedingt willst. Oh! Ich muss Lernpunkte dafür ausgeben? Hallo, du hast doch gesagt, ich soll das für dich machen. Fuck. Ja, okay, dann bring's mir bei. Bring mir bei, wie man Tieren das Fell abzieht. Gut. Hör zu. Es ist im Grunde ganz einfach. Du nimmst eine scharfe Klinge und schneidest dem Vieh den Bauch auf. Noch ein paar kleine Schnitte an den Innenseiten der Beine und dann kannst du es abziehen. Ich muss erstmal. Bring überhaupt... mir die Wolfsfelle und wir sehen weiter. Ich habe schon so viele Wölfe getötet. Ich muss erstmal wieder neue Wölfe finden. Okay. 5 Wolfsfälle. Sobald es nicht mehr Nacht ist, gehe ich los. Dann gehen wir auf Wolfsfelljagd. Dann haben wir hier Stadtwache. Okay. Robin, war das nicht der Händler von draußen, der mich mit dem Passierschein hier reinlassen wollte? Lass mich mal kurz speichern, nachdem wir so viele Gespräche geführt haben. Hallo Brickels! Morgen, morgen, Hallöchen, hallo, ja. Hallo, hallo, hallo. Ah, ein neues Gesicht. Bist wohl nicht aus Corinnes, was? Nee, das ist keine gute Zeit für Reisende. Überall Banditen, kaum Arbeit und jetzt lehnen sich auch noch die Bauern auf. Hat nur was verschlägt dich hierhin? Ach, das war der mit Greta. Ey, Greta. Ich komme wegen Greta. Meine Nichte? Was willst du von ihr? Es geht doch nicht etwa um Geld. Sie schuldet dem Händler Matteo 100 Goldstücke. Ich wollte gerade sagen, nein. Das darf doch nicht wahr sein. Seit dieses kleine Miststück bei mir wohnt, habe ich nichts als Ärger. Sie hat sich bei so gut wie allen Händlern der Stadt verschuldet. Ich musste bei Lema, dem Geldverleiher, 200 Goldstücke leihen, um ihre Schulden zu begleichen. Und jetzt das. Nur zu, frag sie. Aber ich sag dir gleich, sie hat nicht ein Goldstück. Wir werden sehen. Wo hat sie das denn hingesteckt? Was weißt du über die Paladine? Nicht viel. Sie kamen vor 2 Wochen mit dem Schiff vom Festland an. Seitdem haben sie sich ins obere Viertel zurückgezogen. Keiner von uns weiß so genau, warum sie hier sind. Okay. Viele haben Angst vor einem Angriff der Orks. Ich vermute aber, sie sind hier, um den Bauernaufstand niederzuschlagen. Verstehe. Weißt du mehr dazu, wo irgendwo der Anführer ist oder so? Weißt du etwas über den Bauernaufstand? Nach allem, was man hört, hat sich Ona, der Großbauer, Söldner angeheuert, die ihm die Truppen des Königs vom Hals halten sollen. Aber wo ist er? Er hat wohl keine Lust mehr, seine Ernte und sein Vieh den Paladinen und Milizen zum Fraß vorzuwerfen. Alles, was wir in der Stadt davon mitbekommen, ist, dass die Preise fürs Essen hochgehen. Onas Hof liegt weit östlich von hier. Falls es zu Kämpfen kommen sollte, kriegen wir hier davon sowieso nichts mit. Wenn du mehr erfahren willst, frag die Händler am Marktplatz. Die kommen mehr auf der Insel herum als ich. Okay. Hast du Arbeit? Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Verstehst du denn was vom Tischlern? Das Einzige, was ich mit Holz machen kann, ist Feuer. Und wie sieht es mit Schlössern aus? Nun ja. Tut mir leid, ich kann niemanden gebrauchen, der nichts von meinem Handwerk versteht. Wow. Und für einen Lehrling habe ich kein Geld. Schlösser? Besser knacken? Du kennst dich mit Schlössern aus? Was nützt eine gute Truhe ohne ein gutes Schloss? Ich fertige meine Schlösser selbst an. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass ich meine Truhen nicht umsonst so stabil gebaut habe. Ein schlechtes Schloss ist leicht zu knacken. Und Diebe gibt es in Corinis genug. Vor allem in letzter Zeit. Beibringen, wie man Schlösser knackt? Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Ich weiß nicht, ob man dir trauen kann oder nicht. Doch, klar. Am Ende bist du noch einer dieser Rumtreiber, die nur in die Stadt kommen, um den ehrlichen Leuten ihre Truhen auszuräumen. Mm-mm. Bevor ich mir nicht sicher bin, dass du ein anständiger Kerl bist, werde ich dir nichts beibringen. Na gut. Hattest du schon mal einen Lehrling? Ja, das ist auch noch gar nicht so lange her. Und? Was ist passiert? Sein Name ist Elvridge. Er ist mein Neffe. Ich war eigentlich recht zufrieden mit ihm, doch eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit.
Wo ist Elbridge jetzt? Was weiß ich? Er hat sich ständig in dem schmierigen Bordell am Hafen herumgetrieben. Würde mich nicht wundern, wenn er da noch bei so einer Dirne im Bett liegt. So, so. Okay. Schmieriges Bordell. Das klingt nach meinem Geschmack. Das höre ich zum ersten Mal. Wie lange hast du ihn schon nicht mehr gesehen? Ich schätze, das ist jetzt etwa 2 Wochen her. Du spielst mit Erweiterung? Ja, ich spiele mit Nacht des Raben, genau. Hast du das der Miliz gemeldet? Ja, sicher. Sie sollten ihn wieder einfangen und dafür sorgen, dass der Faulpelz seine Arbeit verrichtet. Aber das bereue ich auch schon wieder. Soll er doch machen, was er will. Früher oder später wird er einsehen, dass er ohne gescheite Arbeit in Korinis nicht weit kommen wird. Was du nicht sagst. Und wieso glaubt der Tischler nur, dass wir den Schlösserknacken-Skill zum Schlösserknacken nutzen, gell? Wir sind ein ehrlicher Bürger. Das hat er wirklich nicht verdient. Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister hier als Lehrling anfangen will? Nun, ich will dir meine Zustimmung geben. Aber? Aber es wird das Beste sein, wenn du dir vorher den Segen der Götter geben lässt. Sag, bist du ein gläubiger Mann? Wo hast du das denn? Fuck. Wir brauchen ja seine Zustimmung, ne? Ich weiß nicht, ob er unsere Ehrlichkeit zu schätzen weiß, wenn wir sagen so, also wenn du meinst, ob ich regelmäßig bete. Und dann könnte es sein, dass wir direkt am Anfang schon ein Nein von ihm bekommen. Also wenn du meinst, ob ich regelmäßig bete. Ich verstehe. Ein Mann, der sein Handwerk nicht mit dem Segen der Götter verrichtet, wird niemals meine Zustimmung. Nein, ich hab's gewusst! Scheiße. Bitte die Götter um Vergebung für deine Verfehlungen. Dann geh zu Vatras, dem Priester Adanos, und lass dir seinen Segen geben. Er wird dir sagen, wo du einen Priester Innos finden kannst. Auch seinen Segen sollst du dir holen. Wenn du den Segen der Götter bekommen hast, werde ich für dich stimmen. Achso, geht trotzdem noch. Okay, also ich muss mir halt immer noch den Segen der Götter holen. Alles klar. Ich dachte, der lässt mich dann jetzt gar nicht mehr, aber fuck. Priester Innos segnen lasse, okay. Hab ich auch schon gedacht. Ich muss wahrscheinlich jetzt allen schön den Hintern buttern, damit die mir ihre Zustimmung geben und so. Alter, ist das hier verkantet? Stadtwache. Willkommen zurück, Shelly. Oh, Vatras. Das war einer von denen, oder? Oder war das ein Wassermagier? Ich kann mich nicht erinnern. Magier wäre noch besser. Ich will Magier werden. Wir haben nur schon im Chat vorhin gelesen, dass die Aufnahmeprüfung aufwendig werden soll. Adanos sei mit dir. Hallo. Wer bist du? Du bist auf dem Cover. Vatras, ein Diener des auf dem Startscreen. Des Behüters des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts. Was kann ich für dich tun? Ring des Wassers. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Ja. Und warum sollte ich das tun? keine Ahnung. Kavalorn hat mich zu dir geschickt. Und was hat er dir erzählt? Er sagte, ihr braucht dringend mehr gute Leute. So. Also willst du dich uns anschließen, mein Sohn? Keine Ahnung, will ich das? Ich habe hier einen Brief für dich, vielleicht hilft dir das. Ich habe hier einen Brief für dich. Für mich? Ja. Habe ich nicht aufgemacht. In der Tat. Das ist eine wichtige Botschaft, die du mir da übermittelt hast. Ich frage mich, wie du an diesen Brief gekommen bist. Von Kavalorn, dem Jäger. Kavalorn? Wo ist er? Er sagte mir, ich solle dir ausrichten, dass er es nicht mehr geschafft habe und auf dem Weg zum Treffpunkt sei. Was das auch immer heißen mag. Ich sehe, dass du Kavalorns Vertrauen gewinnen konntest. Das spricht für dich, mein Sohn. Okay. Kannst du mir jetzt darüber erzählen? Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Ich dachte, du vertraust mir jetzt. Mist. Oh, wow. Yeses. Oh, kannst du mich heilen? Kannst du mich heilen? Adanos, segne diesen Körper. Gut. Befreie ihn von seinen Wunden und stärke ihn mit neuem Leben. Okay, Magie? Kannst du mir etwas über die Magie beibringen?
Nur den erwählten Innos und den erwählten Adanos ist es gestattet, Runenmagie zu wirken. Aber auch gewöhnliche Sterbliche können Magie mit Hilfe von Spruchrollen wirken. Ich kann dir zeigen, wie du deine magischen Kräfte kanalisieren und erweitern kannst. Gerne, gerne. Es ist halt nur die Frage. Weil es gibt ja wieder die Feuermagier, die Wassermagier. Ich weiß noch nicht, wem ich beitreten will. Weil Wassermagier klingt für mich so, als ob sie einfach nur für Heilung gut wären, ne? Weil Wasser wird ja oft so mit Heilungsmagie assoziiert, würde ich sagen. Deswegen, weil ich will halt auch Schaden machen können. Ich will auch reinhauen können. Deswegen, da ist die Frage. Die Götter? Erzähl mir über die Götter. Was genau möchtest du wissen? Belia? Erzähl mir über Belia. Der Bösene. Belia ist der finstere Gott des Todes. Genau. Der Zerstörung und alles Widernatürlichen. Er liegt im ewigen Kampf mit Innos. Doch Adanos bewahrt das Gleichgewicht zwischen den beiden. Nur wenige Menschen folgen Belias Ruf. Doch denen, die es tun, verleiht er große Stärke. Belia, da war bei Xardas ein Schrein. Adanos ist der hinter ihm, oder? Erzähl mir über Adanos. Adanos ist der Gott der Mitte. Er ist die Waagschale der Gerechtigkeit, der Hüter des Gleichgewichts zwischen Innos und Belia. Er gebietet über die Kraft der Veränderung. Sein Geschenk ist das Wasser in allen Meeren, Flüssen und Seen. Seine Priester sind die Magier des Wassers, so wie auch ich ein Diener und Priester von Adanos bin. Innos? Erzähl mir über Innos. Er ist dann wohl das also Gute. Gut. Innos ist der erste und oberste Gott. Er schuf die Sonne und die Welt. Er gebietet über Licht und Feuer, die seine Geschenke an die Menschen sind. Er ist Gesetz und Gerichtsbarkeit. Seine Priester sind die Magier des Feuers, die Paladine seine Streiter. Okay. Segen bitte. Krieg ich den einfach so? Gratis? Ich bitte um deinen Segen. Für was soll ich dir meinen Segen geben, Fremder? Ich will als Lehrling bei einem der Meister in der Unterstadt anfangen. Bin direkt. Geh mit dem Segen Adanos, mein Sohn. Oh. Geweihten Innos, den brauche ich auch noch. Wo finde ich einen geweihten Innos? Am besten schaust du mal am Marktplatz vorbei. Doch. Dort wirst du einen Abgesandten des Klosters finden. Fuck, ich habe ihm nicht zugehört. Weil ich geguckt habe, wer gefollowt hat. Lumsee, danke für den Follow. Bediene dich einer Käseplatte. Kannst du mich heilen? Magische Kräfte steigern machst du nicht. Ne? Ich will meine magischen Kräfte steigern. Erst wenn ich Teil von euch bin. Nee, kann ich. Okay. Nee, warte, ich will noch kein Mana. Ich will gucken, ob ich etwas anderes dringender brauche. Für die anderen Handwerker zum Beispiel auch. Er hat gesagt, dass auf dem Marktplatz einer ist. Alles klar, Retor, danke. Vielen Dank. Davon lass ich lieber die Finger. Raikos fühlt sich wie ein neuer Mensch. Nice. Oh, Taverne. Spielt Musik? Noch mehr Ärger kann ich nicht brauchen. Hey, du. Valentino. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Na, was bist du denn für einer? Hast du keine Manieren? Ist ja ekelhaft. Ewig dieses dreckige Gesindel. Hast du keine Arbeit, wo du jetzt sein müsstest? Aber ich glaube, so einen Runtergekommenen wie dich vermisst keiner. Was? Hallo? Tja, wenn du mal so viel Gold hättest wie ich, müsstest du auch nicht arbeiten. Aber so reich wirst du nie sein. Ich merk schon, mit dir werde ich mich noch amüsieren. Ich wollte gerade sagen, ich merk schon, das ist ein ganz sympathischer. Hast du mir noch was zu sagen? Mach dich beliebt, verspreche niemandem etwas, nimm dir, was du kriegen kannst und pass auf, dass du dich nicht mit der Miliz anlegst. Oder natürlich mit eifersüchtigen Ehemännern, die sind die Schlimmsten, sag ich dir. Alles klar.
gefragt, wer du bist, Mann! Ich habe dich gefragt, wer du bist. Ich bin Valentino, der Schöne. Lebenskünstler und Schürzenjäger. Arm an Sorgen, reich an Weisheit und Gold. Und die Frauen liegen mir zu Füßen. Immerhin ist er Jäger. Hast du Probleme? Dann halt sie fest. Ich kann sie nicht gebrauchen. Okay, alles klar. Tschüss. Valentino! Der sympathische Drecksack, Bartok. Den kennen wir schon, hey, oder? Du. Wer war denn das nochmal? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Du kommst wohl nicht von hier, was? Mach dir nichts draus, ich auch nicht. Wo hast du dich vorher rumgetrieben? In den Wäldern, dort habe ich Scavenger und Wölfe gejagt, zusammen mit ein paar anderen Jägern. Ach, hast du Wolfsfell? Aber das habe ich aufgegeben. Die Zeiten sind gefährlich. Da draußen läuft viel zu viel Gesindel rum. Ich glaube nicht, dass ich daran was getan habe. Ach so, du bist schon der Lehrling von dem anderen. Ach so, stimmt ja. Bosper sagte, du hättest für ihn gearbeitet. Ja, hab ich. Aber ihn haben nur seine scheiß Fälle interessiert. Ich das hab ihm gesagt, wie gefährlich es da draußen geworden ist. Er hat mir gar nicht richtig zugehört. Naja, immerhin hat er gut gezahlt. Darüber konnte ich mich nie beklagen. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn erzählen? Letztens wurde Boss bei einer seiner Bögen gestohlen, am helllichten Tage. So ein Typ ist einfach bei ihm reinmarschiert und hat sich einen Bogen mitgenommen. Die Diebe werden auch immer dreister. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Du hast auch einen schönen Bogen übrigens, der ist ziemlich groß. Wo kann ich die anderen Jäger finden? Wir hatten unser Lager draußen, in der Nähe der Taverne, auf halbem Weg zu Onas Hof. Aber ob jetzt noch einer im Lager ist, weiß ich nicht. Bis vor einigen Tagen waren wir noch zu zweit hier in der Stadt. Mein Freund Troka ist ein hervorragender Jäger. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Okay, kannst du mir auch was über die Jagd beibringen? Kannst du mir etwas über die Jagd beibringen? Ich kann dir beibringen, wie du dich richtig anschleichst und wie du mit dem Bogen umgehst. Schleichen und Bogen, okay. Bring mir bei, wie man schleicht. Achso, das war auch nur ein einmaliger Skill, oder? Okay. Bogen und Schleichen ist eigentlich beides egal. Freund Troka? Wo ist denn Freund Troka jetzt? Tja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Erst bis vor einigen Tagen noch standen wir beide an der Theke in Koragons Taverne und sprachen über die Jagd. Frag mich nicht, was dann passierte. Ich hatte schon einiges getrunken. Ich weiß nur noch, dass Troka sagte, er wolle eben ein paar Sumpfkrautstängel besorgen und kam nicht wieder. Wo bekommt man den Sumpfkrautstängel? Wo bekommt man den Sumpfkrautstängel? Soviel ich weiß, irgendwo am Hafen. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Ich weiß auch, wo sonst noch Sumpfkrautstängel waren. Dort, wo die Käfer unterwegs waren, wo wir vorhin waren. Wir haben einen silbernen Ring gefunden. War das zufällig der Ring von Troka? Hast du nicht nach ihm gesucht? Das nicht. Aber ich hab's der Miliz gemeldet. Die haben ihn aber auch noch nicht finden können. Will nicht hoffen, dass ihn ein Wolf angefallen hat oder noch Schlimmeres. Ich hab Angst, dass ich eines Tages bei der Jagd über seine Leiche stolpere. Ich fürchte, das würde ich nicht verkraften. Das könnte passieren, ja. Zusammen auf die Jagd gehen? Was ist, wenn wir zusammen auf die Jagd gehen? Zu zweit ist es nicht mehr so gefährlich, das stimmt schon. Verstehst du denn was vom Jagen? Ich meine, weißt du, wie man Tieren das Fell abzieht? Ja. Ja. Na gut, aber ich will 50 Goldstücke sehen. What? Dafür kannst du dann die Felle behalten und an Bosper verkaufen. Ist ein fairer Deal, oder? Klingt nicht schlecht. Lass später machen, jetzt ist gerade nachts. Ich würde gerne tagsüber loslaufen. Später. Okay. Einen Moment. Ah, das ist gut. Dann macht er die Drecksarbeit für mich. Er killt die ganzen Viecher, ich häute die Viecher. Hey, du bist neu in der Stadt, was? Hallo, Wayflag! Ja. Und was ist mit dir? Ich komme vom Festland und jetzt hänge ich hier rum. Ich habe bald kein Gold mehr, kann wohl nur noch zur Miliz gehen. Aber das will ich nicht. Ich lasse mich doch nicht für den König von den Orks abschlachten. Verständlich. Wayflag, alles klar, viel Spaß mit deinem Herr der vier Elemente Avatar-Marathon. Davon lasse ich lieber die Finger. Ja, die Bogen sehen durch die Körper, sieht ein bisschen schmerzhaft aus. Ja, kann schon mal passieren, ja. Irgendwann haben sie herausgefunden, dass man die Bögen auch so eher flach an den Rücken dran machen kann.
Hier geht die Sehne noch schön durch den Körper, damit es auch festhält. Einiges gehört. Ich habe dort gespeichert, damit ich beide Schulen ausprobieren kann, Stone. Ja, aber dann müsste ich ja erstmal beiden Schulen komplett beitreten und richtig reinkommen, damit ich sie ausprobieren kann. Meine Meinung will ja keiner hören. Und es wird noch viel schlimmer. Ich will nur eine Frage stellen, damit ich nicht beides komplett ausprobieren muss. Kann ich den Wassermagiern und den Feuermagiern gleichzeitig beitreten? Geht das oder haben die was dagegen, wenn man da einem von beiden schon beigetreten ist? Haben die was dagegen oder kann ich das machen? Nur damit ich weiß, dass ich einen beitrete und dann stelle ich fest, oh, die sind aber kacke von den Spells her. Dann will ich den anderen beitreten und dann geht das nicht mehr. Das wäre halt blöd. Das würde ich gern wissen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Schlimme Zeiten sind das. Ich finde das besser als am Rücken schwebend. Ja, man kann auch Rücken am Rücken anlehnend machen. Aber irgendwo schneidet das immer durch, ist klar. Irgendwas Aufregendes passiert? Ist dir irgendwas Aufregendes passiert? Kann man wohl sagen. Bosper, den Bogner haben sie bestohlen. Ganz schön dreist, kann ich dir sagen. Der Kerl ist am helllichten Tag in den Laden reinspaziert und hat sich einen Bogen geschnappt. Und Bosper hinter ihm her. Bleib stehen, du Lump, hat er gebrüllt. Aber der Dieb war zu schnell. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Fuck, wer war das mit dem Bogen? Ist dir irgendwas Aufregendes passiert? Ich sollte aufhören, in Follows zu gucken. Ach nee, alles ruhig. Schätze, wenn die Orks kommen, werden wir es hören. Er hat gerade eben gesagt, wer den Bogen gestohlen hat, ne? Darf nicht mehr. Xerfion, danke für den Follow. Das hat er doch vorher. Wenn irgendjemand redet, muss ich gucken, dass ich ihm von Anfang bis Ende zuhöre. Wer sagt denn sowas? Ach so, die Wassermagier sind gar keine wirkliche Fraktion. Als Feuermagier kannst du auch alle Wasserzauber casten. Okay, alles klar. Das wollte ich nur wissen, damit ich da mir nichts verbaue oder so. Glauben, was man hört. Das wäre bitter. Was kannst du mir über die Miliz erzählen? Einer der Paladiner hat das Kommando übernommen, ein gewisser Lord André. Er versucht, die halbe Stadt zu mobilisieren für den Fall, dass die Orks angreifen. Aber du musst Bürger der Stadt sein, um aufgenommen zu werden. Trainieren kann man zwar auch so viel ich weiß, aber man wird nicht offiziell aufgenommen. Oh, draußen wird's gerade hell, wir können gleich jagen. Oh, das ist gut. Dann können wir mit ihm hier jagen gehen, haben die Felle und dann können wir die Felle sofort zurückbringen, weil der wollte ja sofort die... Oh, warte, da war noch Dialog, ne? Lord André? Was kannst du mir noch über Lord André erzählen? Was man hört. Er hat auch das Amt des Richters übernommen. Wenn du hier in der Stadt Ärger machst, musst du dich vor ihm verantworten. Ich hatte mal eine Schlägerei mit einem der Bürger. Der ist direkt zu Lord André gerannt und hat alles gepetzt. Der Spaß hat mich 50 Goldstücke gekostet. Ich kann froh sein, dass es nachts war. Sonst hätten es noch andere mitgekriegt. Je mehr Leute sich in diesem Kaff hier über dich beschweren, desto höher wird deine Strafe. Sag nicht, das hast du nicht. Mit wem hast du dich geprügelt? Mit wem hast du dich geprügelt? Mit einem Typen namens Valentino. Er hängt oft in der Kneipe beim Tempel rum. Der ist doch genau hier gewesen. Normalerweise ein friedliebender Mensch, aber der Typ brauchte einfach was aufs Maul. Ich kann das gut verstehen, ja. Der steht doch sogar direkt da. Oh, guck mal, der macht sich direkt wieder an die Frau dran. Oder? Nee. Wo ist der? Wir haben gerade eben noch mit ihm geredet. Markt? Hey, du. Hey, yo. Was gibt's Neues? Ich hoffe, dass die Miliz endlich herausfindet, warum die Bevölkerung... Man muss ja Angst um sein Leben... Warte, das ist der Standarddialog, ne? Wichtige Persönlichkeiten, Bürger der Stadt, kannst du mir helfen, mich zurecht... Genau, okay. Ich dachte, weil sie Markt nicht Bürgerin heißt. Oragon? Ich hab mir das schon gedacht. Kriege ich hier was zu trinken? Wenn du Gold hast, kannst du hier sogar was essen, wenn du willst. Oh, nice. Was gibt's denn? Von mir hatte das nicht. Zeig mir deine Ware. Okay. Oh, Eintopf. Lecker. Mhm. Wie läuft's? Und wie läuft das Geschäft so? Ach, hör auf. Lord André lässt am Galgenplatz Freibier ausschenken. Jetzt kommen fast nur noch die reichen Leute aus der Oberstadt her. Was ist so falsch an denen? Freibier? Einige von den feinen Pinkeln können dir ganz schön auf die Nerven gehen. Dieser Valentino zum Beispiel. Ich kann den Kerl nicht leiden. Aber ich kann mir meine Kundschaft nicht aussuchen. Ich brauche jedes Goldstück. Das bisschen, was ich gespart habe, ist mir zusammen mit meinem ganzen Silber gestohlen worden. Oh. Ich sehe schon, Valentino ist beliebt. Du bist bestohlen worden? Ja, ist schon eine Weile her. An dem Abend war es noch ziemlich voll und ich habe Bier rumgebracht. Ich war nicht lange hinter der Theke weg, aber den Mistkerlen hat's gereicht. Ich war schon bei der Miliz deswegen, aber die haben natürlich nichts gefunden. Stattdessen besaufen sie sich am Freibierstand. Freibier! Freibier! Und Musik von Böse Onkels und Freiwild! Erzähl mir etwas über die vermissten Bürger der Stadt.
Erzähl mir etwas über die vermissten Bürger der Stadt. Wer ist denn ich habe gehört, dass es viele am Hafen unten erwischt haben soll. Was nicht verwunderlich ist bei der Gegend da unten. Selbst Torben, der Tischler in der Unterstadt, beklagt den Verlust seines Lehrlings. Hakon, ein Händler vom Marktplatz, erzählte eine besonders abenteuerliche Geschichte. Er meinte, da wäre so ein Typ, dem er sonst jeden Tag über den Weg gelaufen wäre, auf einmal wie vom Erdboden verschluckt. Er ist deswegen sogar bei der Miliz gewesen. Die Bürger der Stadt sind daraufhin alle ziemlich in Panik geraten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich schätze, das ist alles Unsinn. Korinnis ist eine raue Stadt und vor den Toren lauern eine Menge Gefahren. Wenn du nicht innerhalb der Stadtmauern bleibst, wirst du von Banditen überfallen oder von wilden Tieren gefressen. So einfach ist das. Nicht, wenn ich meinen Jäger mitnehme. Slapio, danke für den Follow, bediene dich an der Käseplatte. Und Dampfmaschine, Hallöchen. Ja, Damonina, du hättest auch ihn verkloppt, gut zu wissen. Und Wassermagiern kann ich nur über den Ring des Wassers beitreten, okay. Die sind unabhängig von anderen Fraktionen, gehören zum Addon. Ah, okay, verstehe, alles klar. Ring des Wassers und Feuermagier geht, aber Wassermagier kann man ohne Mod gar nicht werden. Ah, okay, danke für die Info. Für die extra Infos. Was ist eigentlich los mit diesem Valentino? Was ist los mit diesem Valentino? Er ist stinkreich und muss nicht arbeiten. Und er bindet das auch jedem auf die Nase. Egal, ob man's hören will oder nicht. Er säuft viel und bleibt immer bis zum Ende, bis er dann früh am Morgen zurück ins obere Viertel wankt. Das geht jeden Tag so. Okay. Was muss ich machen ins obere Viertel? Ah, das ist alles klar. Okay. So. Dann, wenn es jetzt gerade schön tagsüber ist, konnte man irgendwo gucken, was für eine Uhrzeit gerade hier ist? Oh, Bartok, da ist er. Okay. Lass mich kurz safen, dann gehen wir jetzt kurz mit Bartok eine Runde jagen. Guten Morgen, Jan. So. Können wir? Hast du die 50 Goldstücke? Jawohl. Hier sind sie. Let's go. Lass uns jagen gehen. Gut, folge mir. Vor dem Südtor ist ein Wald. Dort sollten wir mehr als genug Viecher finden. Wahrscheinlich mehr, als uns lieb sind. Ich hoffe, ich brauche kein Messer, extra Messer, um den Pelz irgendwie abzutragen oder so. Auf dass er sie dem Menschen wiedergebe. Im Logbuch steht die Uhrzeit, ja? Zurückkehren sollte. Ah, 5.51 Uhr. Ey, perfekt. Schön früh am Morgen. Sonne ist gerade erst aufgegangen. Ich weiß nicht, wie lange er mit mir jagen geht, aber dann wird es auf jeden Fall nicht dunkel. Ich habe hier draußen schon ziemlich viele Viecher getötet, Bartok. Ich weiß nicht, wo du noch mit mir hinlaufen willst. Ich habe hier schon so einiges aufgeräumt. Außer du willst natürlich die Snapper erledigen. Das ist dann eine andere Sache. Oh, warte, sehr gut. Weiter hinten, genau, da waren noch Wölfe. Nice. Hol dann meinen Wolf, meinen Dolch raus, ne? Let's go, Bartok, let's go! Woo! Usch, usch. Oh, fuck, haben die viel Leben. Ah! Los, Bartok, du machst das gut! Ah! Alter, sind da viele Wölfe. Let's go! Von diesen Biestern. Nice. Nichts zu plündern. Alter, wie abge... Ey, hoffentlich kann der nicht sterben. Ey, was geht mit dem Wolf? Der ist... Ah, oh. Let's go, Bartok. Du bist der beste Bartok. Alter, hat er aufgeräumt. Ey, wir sind schon fertig. Let's go. Also die Mindestzahl habe ich schon eingesammelt. Bartok, der fucking Killer einfach nur. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Aber Kampfmaschine, wie er die geschnetzelt hat. Warte kurz, erstmal safen hier. Nice. Ja, sehr gut. Das habe ich ja gut gemacht. Aber das sind nicht mehr die jungen Wölfe, so, die halten einiges mehr auf. Sollen wir noch weiter in den Wald gehen oder nicht? Noch einmal weiter können wir... Also da hinten stand irgendetwas, Nein, sollen wir nicht weiter in den Wald gehen? Muchos Muffins, danke für den Follow. Bediene dich an der Käseplatte. Gehen wir weiter. Na schön, wenn das mal gut geht. Da sah ich gerade eben etwas Fettes dahinter am Baum. Oh Gott, what the fuck, Mann! Oh,
Ich bin tot. Oh! Da war ein Schattenläufer. Ja. Gut. Cloud. Oh, Cloud. Sogar mit Rang 2, mit Tier 2 Sub. Vielen Dank, mein Freund. Du hattest vorher Tier 1 gehabt, ne? Du hast jetzt aufgestockt. Also aufgestockt, habe ich das richtig gesehen? Cloud, vielen Dank. Du wurdest gewarnt. Ja, das stimmt, aber ich wollte es trotzdem mal ausprobieren. Cloud, vielen Dank für Stufe 2. Du bist damit eindeutig mehr wert als alle darunter. Nee, Cloud, vielen Dank ernsthaft. Für Tier 2, für 3 Monate. Ja, letztes Mal hattest du Tier 1. Nee, letztes Mal hattest du schon geupgradet. Nice. Vielen Dank, Cloud, für den Sub. Weiß ich sehr zu schätzen. Haust du rein. Nimm dir vom Käse, was auch immer du brauchst. Willkommen auch weiterhin bei den Tier 2 Würfeln. Jetzt schon für 3 Monate. Dankeschön. Okay, pass auf. Save 1, glaube ich, war das, was wir gerade eben gespeichert hatten. Los, los, los! Genau, letztes Mal hat es schon geupgradet, genau. Ich muss nur wissen, ob du jetzt geupgradet hast oder das letzte Mal, damit ich beim Sub-Bonus-Counter da aufstocken kann oder nicht. Ne? An der Bonuslänge vom Stream. So, ach, guck mal, man sieht den Schattenläufer. Sollen wir noch weiter den Wald gehen oder nicht? Nein. Lass uns zurückgehen. Ist mir auch lieber. Am Ende laufen wir noch einem Ork in die Arme. Ja, ein Ork wäre schön. Kamera. Guck mal, da ist der Schattenläufer. Man kann ihn da sehen, so neben dem Baum, so schlafend. Ja, 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 ja. Okay, aber ich habe genug Fälle. Wie viele Fälle habe ich jetzt insgesamt gesammelt? 6 waren das oder so? 6, okay. Ich hätte sogar noch mehr Fälle gehabt, aber die Leichen verschwinden, ne, von den Tieren. Da waren noch irgendwo Blutfliegen, die sind auch nicht mehr da. Ja, ja, ja. Wenn die Leichen nicht verschwinden würden, dann hätte ich jetzt sogar tatsächlich gesagt, oder sind sie noch da? Nee. Dann hätte ich jetzt gesagt, lass uns zurücklaufen. Nee, Mist, die Leichen sind wirklich weg. Hätte ich gesagt, lass uns zurücklaufen und von den Wölfen, die wir am Anfang vom Game gekillt haben, lass uns dort schnell die ganzen Felle einsammeln und dann wieder zurück zur Stadt rennen. Das wäre wahrscheinlich, da könnten wir einen guten Verdienst machen, aber die sind weg. Blutfliegen, das Fell abziehen. Nee, das ist nicht nur Fell abziehen, oder? Also soweit ich weiß, Jagdskill war ja, Moment, B war das, ne? Tiere ausweiden, genau, das ist, bei Blutfliegen, glaube ich, kriegst du dann, keine Ahnung, wie war das bei Gothic 1? Giftdrüsen, Flügel, irgendwie sowas, irgendwas anderes? Schade. Egal. Ich hoffe, der bezahlt mich auch für die 5 Fälle, die ich ihm sowieso sammeln sollte. Das wäre ganz nice. Huch. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Da gibt es extra Skills dafür. Echt? Mir geht es besser. Weil da steht gelernt. Da steht nicht irgendwie Anfänger oder Anfang gelernt oder so, sondern gelernt ist gelernt. Die Probleme habe ich kommen sehen. Du bist eigentlich mein einziger, den ich abonniert habe. Vielen Dank, Cloud. Weiß ich sehr zu schätzen. So, Bossbar. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wolfsfälle? Wegen der Wolfsfälle. Ich habe sie, hier. Na bitte. Ich habe mir schon gedacht, dass du für die Arbeit geeignet bist. Wieso habe ich ihm 6 gegeben? Hier hast du deinen versprochenen Lohn. Und? Was denkst du? Alles klar. Ist die Arbeit nicht besser, als den ganzen Tag auf Schwertern rumzuhämmern? Oder im staubigen Kämmerlein Fläschchen abzufüllen? Ich erzähl dir doch nichts. Ah, ja. Ich hab mir das schon gedacht. Er muss das ja schon, aber ich wäre eigentlich wirklich, als Magier würde ich mir lieber Tränke machen, damit ich mich richtig gut pushen kann, Mana besser generieren kann und so weiter. Hallo Joix! Wir können nur abwarten. Bekomme ich deine Zustimmung, um bei einem der anderen Meister anzufangen? Ich hatte gehofft, du würdest dich für mich entscheiden. Sorry. Aber... wenn du es unbedingt so willst. Er klingt eigentlich super nett. Heißt das, du stimmst für mich? Wenn keiner der anderen Meister etwas dagegen hat, ja. Aber
An dir ist ein guter Jäger verloren gegangen. Also um genau zu sein, hat dein ehemaliger Lehrling die ganzen Wölfe getötet. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Wenn du das Fell abziehen gelernt hast, dann kannst du nur Fell abziehen. Krallen und so weiter musst du extra lernen. Ach so, weil da steht nur Tiere ausweiden, nicht Fell abziehen. Aber gut zu wissen. Okay. Gut zu wissen. Die werden im Logbuch, glaube ich, unter extra Infos angezeigt, also deine Jagdskills. Ah, ich guck gleich mal nach. Ich habe gehört, du bist bestohlen worden. Kann man dir helfen? Ich habe gehört, du bist bestohlen worden. Von wem hast du das gehört? Vermutlich Bartok, hm? Hatte wohl wieder mal nichts Besseres zu erzählen. Na egal. Ich kann dir sagen, wenn ich den Mistkerl in die Finger bekomme, ist er dran. War nur kurz mal nicht im Laden. Als ich wiederkomme, sehe ich ihn gerade noch rausgehen, mit meinem Bogen über der Schulter. Hab direkt die Wachen gerufen, aber der Mistkerl ist Richtung Hafen gerannt. Und dort ist er ihnen dann entwischt. Hafen? Daraufhin habe ich ihnen mächtig Feuer unterm Arsch gemacht. Und sie haben das gesamte Hafenviertel durchsucht. Aber gefunden haben sie nichts. Noch mehr Ärger. Unfähigen Büttel. Ich wette, mein Bogen ist noch irgendwo in der Stadt. Ich habe den Wachen an den beiden Stadttoren Bescheid gesagt. Und die haben niemanden mit meinem Bogen rausgehen sehen. Wenn ich den Mistkerl erwische. Ich weiß gar nicht, warum er ab ins Meth-Labor! Ja. Let's go! Tam, ja, ich streame Gothic über OBS. Ja, stimmt. Ach stimmt, Paragrim, ja. Halbes Dutzend, stimmt. Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, 5 wollte er haben, aber stimmt, halbes Dutzend, ja. Er wollte 6 haben. Ja. Irgendwie habe ich... Gut, aber ich wollte meine Felle sowieso verkaufen, der hat mir Gold dafür gegeben, dann passt das wieder. Hallo Icebreaker. Ja, ich habe schon einige 24-Stunden-Streams gemacht, das ist ja nicht mein erster. Ich muss sagen, ich mache lieber einen 12-Stunden-Stream und am nächsten Tag dann nochmal einen 12-Stunden-Stream, dann sind dann 2 Tage für mich weg. Bei einem 24-Stunden-Stream ist mein Rhythmus so im Arsch, dass 3 Tage am Arsch sind, wenn man einen macht. Beziehungsweise 24 Stunden und 45 Minuten aktuell, ne? Das ist das aktuelle Ziel. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Noch mehr. Nee, ich glaube, bei dir bin ich jetzt fertig, oder? Glaubst du wirklich daran? Ja, genau, okay. Mach's gut, wegen deinem Bogen gucke ich mal. Dann lass mich kurz gucken hier in den Infoscreen. Die Tierverwertung. Ah, ich kann jetzt Tieren das Fell abziehen. Okay. Gut. Ah, schöne Übersicht. Okay. Lehrer der Außenwelt. Steht da auch, wo die stehen? Ne, da steht nur Kavalorn kann mir das und das beibringen. Wäre schön, wenn noch dabei gestanden wäre. Und der Typ steht dort und dort. Okay, danke schön. Jetzt muss ich noch den Typen für Innos suchen. Regis, mit dir habe ich schon geredet. Hatte ich schon Torben im Sack? Hey. Sieht aber noch nicht aus wie ein Magier. Ja, ja, ich bin ja noch am Anfang. Ja. Achso, das war der mit Schlösserknacken und so weiter. Das war der wollte, dass ich mir den Segen hole. Okay, warte. Torben, ich komme wieder. Hey du, warte mal. Du kommst mir bekannt vor. Pablo! Was willst du? Irgendwo habe ich dein Gesicht schon einmal gesehen. Ah, richtig. Hier, dieses Bild haben wir bei ein paar Banditen gefunden, die wir vor einigen Tagen aufgegriffen haben. Das sieht dir ziemlich ähnlich. Anscheinend haben die Kerle dich gesucht. Ich habe das Problem, dass ich Gothic nicht minimieren kann. Weiß da jemand Bescheid? Ja, Tam, das Problem habe ich auch. Ich kann Gothic auch nicht minimieren. Ich muss... Steuerung Alt entfernen. Ich muss in den Screen gehen, wo es den Task Manager, wo bei Windows 10 alles grau wird, den Task Manager auswählen kannst. Klack. Und dann schnell Alt Tab. Dann kann ich aus Gothic raustabben. Aber mich lässt da auch nicht ohne weiteres raustabben. Deswegen, ich kenne das Problem, Tam. Und ja, Gothic 2 lief auf jeden Fall schon mal deutlich stabiler, nachdem ich es gut gemoddet hatte. Ich habe da so einige Mods drauf, deswegen, ne. Also, so einige. Ich glaube, ich habe 5 Mods drauf, die nur dazu da sind, Bugs zu fixen, es stabiler laufen zu lassen, es im Breitbild laufen zu lassen und so weiter. Und eine Grafikmod. Eine Grafikmod. Elektrischen! Danke auch gleichzeitig natürlich für den Host, der kurz davor reingegangen ist. Habe ich gesehen. Dankeschön dafür. Und
Willkommen schon seit 5 Monaten. Was ist da los? Elektrinchen, nimm dir was auch immer du brauchst. Du weißt ja mittlerweile, wo der Käse am Rumliegen ist. Bediene dich, hau rein. Für dich ist immer etwas da, nur der feinste und frischeste Käse. Dankeschön für den Resub, weiß ich sehr zu schätzen. Sarah! Sarah! Let's go, let's go! Da wäre ich ja jetzt gar nicht von alleine drauf gekommen. Ja, die Banditen suchen mich. Das heißt, ihr müsst mich beschützen. Nein, das muss eine Verwechslung sein. Nein, das muss eine Verwechslung sein. Bei mir ist alles in Ordnung. Ganz wie du willst, Fremder. Aber falls das doch deine Visage ist und falls du Probleme hast, dann lass sie außerhalb der Stadt. Wir haben hier schon genug Schwierigkeiten. Gut, dass ich und das gesagt Fremde, habe. Die Ärger in die Stadt bringen, bleiben nicht lange in der Stadt. Ich hoffe, das war deutlich. Uff. Madin! Aha! Aha! Madin! Aha! Ich sehe schon, wenn wir auf der Gamescom unterwegs sind, dann... Oder allgemein, wenn wir uns irgendwo demnächst sehen werden sollten, dann geht's die ganze Zeit so weiter. Marin! Tara! Aber Adanos ließ die Flut kommen und das Wesen... Let's go! Hallo Shadow Princess. Oh, ich habe noch nicht mit dem Schmied geredet. Genau, warte, lass mal. Oh, warte. Habe ich nach der Jagd schon gespeichert? Lass mal kurz safen. Just in case. Wenn wir uns sehen, dann läuft es so ab. Lolma, danke für den Follow. Arad. Arad, danke für den Follow. Ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Brian wird seine Lehre bald beendet haben und dann will er die Stadt verlassen. Taugst du denn was? Klar. Wenn du meinst, ob ich schmieden kann. Nein, meine ich nicht. Ups. Über kurz oder lang werden die Orks die Stadt belagern. Und dann zählen hier nur die Männer, die auch in der Lage sind, unsere Stadt zu verteidigen. Und ich werde niemanden als Lehrling annehmen, der mir die Schande macht, mit den Frauen und Taugenichtsen aus der Stadt zu fliehen, statt hier mit den Männern die Stellung zu halten. Klar. Ich meine, ich will Magier werden, aber hey. Ich bin kein Taugenichts. Ich bin kein Taugenichts. Das sind große Worte. Kannst du sie auch durch große Taten beweisen? Ja. Wie meinst du das? Bring mir die Waffe eines Orks. Fuck. In der Nähe der Stadt sind Orks gesehen worden. Mit ein bisschen Glück musst du noch nicht mal lange suchen. Wenn es dir gelingt, einen von ihnen zur Strecke zu bringen, werde ich dich als Lehrling aufnehmen. Vorausgesetzt, die anderen Meister stimmen zu. Vielleicht reicht es schon, wenn ich einen Feuerball einfach in den reinschleudere. Und Sabrina nicht vergessen. Ja, Sabrina! Harald ist ein echter Mann! Hey Harald, was ist das da unten? Boah, das sind deine Klöten! Bis zum Boden, Alter! Bullenhoden, jetzt geht's aber los! Ja, Harald weiß hier, wo der Hoden hängt. Verkaufst du auch Waffen? Verkaufst du auch Waffen? Vergiss es. Alles, was ich anfertige, bekommen die Paladine oder die Miliz. Okay. Ich habe einen Auftrag über 100 Schwerter von Lord Hagen bekommen. Er will damit die Stadtwache ausrüsten. Balls of Steel. Kann ich bei einem anderen Meister als Lehrling anfangen, so? Ich weiß noch nicht, ob ich bei dir anfangen will. Weil ich habe mir überlegt, entweder er oder Alchemist. Das sind so die beiden, die ich mir gerade überlege. Okay, warte, erstmal. Mach's gut, Harald. Brian, was ist bei dir hey. Los? Neu in der Stadt, was? Ich heiße Brian. Ich bin der Lehrling von Meister Harald. Wie ist es so? Wie ist es, der Lehrling des Schmieds zu sein? Warum fragst du? Willst du mein Nachfolger werden? Schon möglich. Warum nicht? Ich bin bald mit meiner Lehre fertig. Dann werde ich mich aus der Stadt verkrümeln. Aber es ist nicht wegen Harald. Er ist ein guter Meister. Ich habe viel von ihm gelernt. Deswegen will er jetzt einen neuen Lehrling haben, der nicht sagt, also ich hau ab, wenn wir hier fertig sind, bin ich tschüss. Warum willst du abhauen? Warum willst du die Stadt verlassen? Weil mir die Leute hier gehörig auf die Nerven gehen. Vor allem die anderen Meister. Ich weiß noch, was es für ein Theater war, bei Harald als Lehrling aufgenommen zu werden. Wirklich jeder von den Pennern hatte noch was dazu zu sagen. Ich will selber entscheiden können, wen ich als Lehrling aufnehme und wen nicht. Ja, das Problem kenne ich. Was kannst du mir über den Meister sagen? Erzähl mir mehr über Meister Harald.
Er ist zurzeit nicht besonders gut in Stimmung. Vor ein paar Tagen kamen Paladine und haben ihm befohlen, Schwerter für sie zu schmieden. Sie haben ihm sogar verboten, seine Schwerter an jemand anderen zu verkaufen. Jetzt schuftet er Tag und Nacht, um den Auftrag so schnell wie möglich zu beenden. Alter Walder. Kannst du mir noch was anderes sagen zu den anderen Meistern? Warst du schon beim Alchemisten? Noch nicht. Ich will noch. Wer sind die anderen Meister? Nun, da wären Torben, der Tischler, Bosper, der Bogner, Konstantino, der Alchemist und Matteo. Er stellt Rüstungen her, aber in erster Linie ist er Händler. Alle Meister haben ihre Häuser hier in der Straße. Waren wir schon bei Matteo? Und Konstantinos Laden liegt in der Unterführung zum Tempel. Was wollte ich gerade sagen? Wozu ist eigentlich der Tischler? Also, Schmied, kann ich mir geile Waffen machen, Bogner, falls ich in Fernkampf gehen will, Alchemist, damit ich mich mit Tränken pushen kann, und als Tischler kann ich mir vielleicht einen Schuhschrank machen, wer weiß. Damit die Schuhe auch alle schön sauber parallel sortiert sind und ich sie mir schön einordnen kann im Schrank in der Stadt. So, sehr gut. Ich glaube, ich sollte Tischler werden. Eventuell noch einen schönen Kleiderschrank mit einer feinen Holzmaserung. Ebenholz. Ah. Was ist das, Tischlermann? Vergiss es. Da habe ich noch nicht so ganz gesehen, was ich damit machen kann. Waffen? Kann ich bei dir Waffen kaufen? Das nicht gerade. Ich bin nur Gehilfe. Die Waffen, die in dieser Schmiede hergestellt werden, werden von der Miliz abgeholt und in die Türme gebracht. Dort werden sie gelagert. Aber wenn es mit den Schmieden selbst zu tun hat, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Okay. Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Wäre eine Idee. Okay. 2 Rohstahl hat er. Okay. Du hast kein Gold? Junge. Okay. Ich muss erstmal schmieden lernen, weil wenn ich nicht schmieden kann, bringen mir die Rohlinge auch nichts. Glaube ich. Matteo war der erste Händler, bei dem du warst. Ah, alles klar. So, Harad, du willst, dass ich einen Ork kille. Darf ich in dein Haus reingehen, oder? Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ich lasse ihn nicht mal aussprechen, ich gehe sofort wieder raus, einfach. Der wollte schon sagen so, Alter, ich hau dir aufs Fressbrett. Du siehst gar nicht so dumm aus. Oh, gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Da ist der Alchemist. Zack. Alles klar, viel Spaß mit deinem Besuch, Shelly, und viel Erfolg beim Aufräumen. Housing in Gothic 2 Inc. Oh, Housing wäre so nice. Aber ich glaube nicht. Mit Tischler kann man viel Geld machen wegen hochwertigen Möbeln. Das ist das Einzige, was ich mir derzeit vorstellen kann, ne? Weil bei ihm siehst du ja auch draußen hier, weil die ganzen Möbel rumstehen, dass es halt so ein reiner Geldmachjob ist. Aber ansonsten... Ist Stones Sprache auch so versetzt mit seiner Facecam? Sollte nicht sein, aber ich habe das auch bemerkt. In letzter Zeit, wenn ich andere Streams woanders gucke, dann meint nicht immer, aber manchmal so alle 3-4 Stunden versetzt sich der Sound mit dem Bild. Keine Ahnung warum, muss am HTML5-Player liegen. Ist weird. Hallo Adem übrigens. Guten Morgen, schön dich zu sehen. So. Bist du der Alchemist? Was willst du? Hier gibt es nichts umsonst. Was willst du? Kannst du mich auch heilen? Ich suche Heilung. Wieso? Bist du verletzt? Ja, ein bisschen. Ja. Dann geh zu Vatras, der wird dich bestimmt heilen. Und blute nicht meinen Boden voll. Ich sehe schon, wir werden beste Freunde. Herrling? Ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling. So, und bei wem willst du anfangen? Ich würde bei keinem Meister arbeiten, bei dem der Lehrling kein Gold hat. Ach so, die haben alle unendlich Gold. Ah, das Handeln ist nicht wie in Gothic 1. Jeder Händler hat unendlich Gold. Ah, danke für die Auskunft. Weil in Gothic, Gothic 1 musstest du immer noch gucken. Aha. Okay, dann guck ich mal. Kräuter? Kann ich dir Kräuter verkaufen? Wenn du was anzubieten hast. Okay. Zeig mir deine Ware. So, reine Lebensenergie. Oh.
Reines Mana. What? 1500 kostet das? Die göttliche Kraft der Gestirne? The fuck? Knochen eines Goblins? Flügel 3? Ich dachte, du wärst Alchemist. Ich dachte, bei dir könnte ich richtig fett einkaufen, aber du hast ja gar nichts. Okay. So. Jetzt ist die Frage, bei wem wollen wir anfangen? Ich sehe bei beidem die Vorteile. Also ich glaube, folgendes. Ich glaube, Schmied würde mir jetzt am Anfang mehr bringen, weil ich halt am Anfang noch nicht irgendwie ultra die Spells habe, noch nicht ultra viel Mana habe, mit dem ich in alle Richtungen schießen kann. Deswegen würde mir Schmied für den Anfang mehr bringen. Aber ich glaube, ich hoffe, dass mir Alchemist auf längere Sicht mehr bringen wird. Ja, dass ich da halt mir gute Sachen craften kann. Die einzige Sorge, die ich habe, dass mir mein Mana oft ausgehen wird später, wenn ich wirklich einen Magier spiele. Und da habe ich, glaube ich, lieber den Alchemisten, womit ich mir immer was so zurecht köcheln kann, damit ich etwas parat habe. Ich glaube, ich will den Alchemisten. Da habe ich ein besseres Gefühl. Ich habe mit Torben schon gesprochen, ja. Aber ich habe wieder vergessen, wer Torben war. Ich habe gerade mit so vielen neuen Leuten gesprochen. Die sind auch alle neu für mich, das weiß ich nicht. Hallo Nikita! Schön, dich zu sehen. Ich denke, ich werde bei der Alchemie anfangen. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Bei mir? Nein. Ich hatte schon einmal das zweifelhafte Vergnügen, mich mit einem Lehrling herumschlagen. Das ist der Erste, der sagt nein. Ich habe Jahre in seine Ausbildung investiert. Und am Ende hat der arme Narr sich selbst vergiftet. Wir fangen bei einem anderen Meister an. Was muss ich denn tun, dass du mich als Lehrling aufnimmst? Was muss ich tun, damit du mich als Lehrling aufnimmst? Ich will nicht noch einen Dilettanten auf dem Gewissen haben. Es gibt eine Vielzahl von Kräutern, die in den unterschiedlichsten Variationen die unterschiedlichsten Wirkungen entfalten. Vermutlich kennst du nicht mal die Hälfte von ihnen. Stimmt. Hier, das ist eine Liste der wichtigsten Pflanzen. Bring mir eine Pflanze jeder Art und ich werde nochmal darüber nachdenken, dich als Lehrling aufzunehmen. Ich habe das Gefühl, wir müssen über die komplette Insel reisen, damit wir auch wirklich jede Pflanze einmal bekommen. Eieieiei. Darf man Tipps geben, welchen Meister er holen sollte? Also ihr könnt mir gerne sagen, was für einen Meister ihr gerne geholt hättet. Aber ich bleibe jetzt beim Alchemisten, höchstwahrscheinlich bleibe ich jetzt beim Alchemisten. Ja. Okay. Ende. Dann, lass mich mal die Liste angucken. Konstantinus Kräuterliste. Zack. Oh. Gruß von Zuris. Anmerkung, lass dir doch von einem Lehrlingsanwärter die Pflanzen bringen, dann weißt du, ob er was taugt. Wer ist denn Zuris? Okay, Moment kurz. Ich mache mir kurz ein Bild mit meinem Smartphone. Dann muss ich nicht jedes Mal die gesamte Liste aufrufen. Zack. So. Let's go. Und dann, also ich habe hier schon so einige. Ich habe natürlich bestimmt nicht alle. Die Liste war da ein bisschen länger. So. Brauche ich Blauflieder? Fuck, brauche ich gar nicht. Mist. Waldbeere? Brauche ich auch nicht. Wozu habe ich das alles eingesammelt? Heilpflanze habe ich. Heilkraut habe ich. Heilwurzel habe ich. Die obersten drei habe ich. Feuernessel habe ich auch. Feuerkraut habe ich auch. Nice. Dunkelpilz will er nicht. Weidenbeere will er nicht. Snapperkraut will er auch. Okay, habe ich auch. Drachenwurzel habe ich auch. Nice. Dann fehlen mir jetzt noch... Was ist das? Feldknöterich will er auch. Nice. Dann fehlen mir jetzt noch 1, 2... 3 Sachen fehlen mir nur noch.
Feuerwurzel, Goblinbeere und Kronstöckel. Drei Sachen fehlen mir noch. Okay. Müssen halt nur herausfinden, welche drei Sachen das jetzt sind. Wo sie zu finden sind. Uiuiui, es lebe der Handy-Screenshot! Ja, man, damals alles per Hand aufgeschrieben. Ja. Ey, aber ich vergesse selber manchmal noch, dass ich einfach so bin. Ich meine, dafür habe ich nicht so ein, Sarah, so wie du, habe ich nicht so ein cooles Büchlein, wo ich im Nachhinein dann reingucken kann, so was für Rätsel oder was für Aufgaben ich schon alle bewältigt habe. Okay. Hast du die GOG-Version von Gothic 2? Ja. Oder? Ich glaube, ich habe die GOG-Version und ich habe die Steam-Version, aber jetzt spiele ich gerade die Steam-Version. Ich müsste die Steam-Version sein. Bin mir gerade nicht 100% sicher. Goblinbeere hast du gegessen. Ja, I know. Ich konnte mich erinnern, eine der Beeren habe ich schon gegessen, aber... Fuck. Und ich glaube, das war eine gute Beere, also eine seltene. Zeig mir deine Ware. Warte, du hattest keine... Nee, du hattest keine Pflanzen. Damit. Na, dann müssen wir mal gucken. Darf ich in einem Buch lesen? Keine Erfahrungspunkte. Ach, das war das Heilungsbuch, das hatten wir schon, genau. Mein Buch, das ist Gold wert, ja. Ey, ja, aber ich finde echt, so ein Buch ist eine hübsche Erinnerung, so. Das ist... Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ne, so ein bisschen auch so, um nostalgisch nochmal darüber zu gucken. Guck mal, was wir alles gemacht haben hier. Was ist hier? Taverne zur fröhlichen Mastsau. Nice. Ach, das war die gleiche, wo wir waren. Bloß Eingang von der anderen Seite. Okay. Ich scanne mal hier so ein bisschen die Stadt. Okay, da kommen wir her. Da ist der Schmied. Alles klar. Einen Teil seiner Macht in seinem Reiche zu belassen, auf dass er sie dem Menschen... Drücke Shift-Tab. Ach stimmt, das Overlay. Oh, Moment. Falls das Tier zurückkehrt. Lass mich kurz speichern. Ich will nicht zufällig zum Absturz bringen, wenn ich das Overlay versuche aufzurufen. zack. Und Innos. Lol. Shift-Tab, meine Freunde, macht gar nichts. Es öffnet mein Inventar. Ich kann es aber kurz nachgucken, indem ich kurz raustabbe. Ich habe nämlich den Ordner offen davon. GOG. Ich spiele gerade die GOG-Version. Für diejenigen, die es interessiert hat. Ich finde immer irgendwelche alten Spickzettel in alten DVD-Hüllen. Nice. Das ist hier der Marktplatz? Ehrlich, Hakon! Ich bin Hakon, der Waffenhändler. Oh, Waffen. Kann ich etwas für dich tun? In diesen Tagen sollte jedermann eine Waffe tragen. Vor allem, wenn er außerhalb der Stadtmauern unterwegs ist. Das ist ja interessant. Ohne Mist, ich blätter da öfter durch. Ich weiß zwar nicht mehr, was das für ein Rätsel war, aber gerade zum Beispiel für die Portale in WoW nutze ich noch oft noch. Ja, bei sowas kann ich es auch echt gut verstehen, weil, ey, ich habe mich schon so oft verfahren bei den Portalen in WoW, das kann ich gut verstehen. Das habe ich schon immer. Damals, als die Spiele sogar noch Hefte als Anleitung drin hatten, ja. Oder könnt ihr euch erinnern, für einige Games konntet ihr sogar in einer Hilfe-Hotline anrufen. Bei einigen Rätseln, um euch da helfen zu lassen. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Alles weiter. Kann nicht klappen, wenn du die GOG-Version hast. Was kann da nicht klappen? Achso, mit Shift-Tab. Achso, alles klar. Aber GOG hat auch ein Overlay. Mhm. Erzähl mir mehr über die Gegend außerhalb der Stadt. Es ist verdammt gefährlich geworden da draußen. Zum einen wegen der Banditen und zum anderen wegen der wilden Tiere. Selbst die Tiere scheinen in diesen beschissenen Zeiten nicht genug zu fressen zu haben. Sie wagen sich immer näher an die Stadt ran. Der Hilfesupport. Ich habe noch nie bei so einem Hilfesupport angerufen. Hat es jemand mal von euch gemacht? Waren die Leute da nett? Ich weiß gar nicht. Weißt du etwas über die Paladine? Ja, die Kerle versauen mir mein Geschäft. In der ganzen Stadt kannst du höchstens noch Kurzschwerter kaufen. Alles, was länger als eine Elle ist, haben sie sich unter den Nagel gerissen. Dafür darf ich jetzt umsonst im Hotel wohnen. Puh. Ey, immerhin. Wo bekommst du deine Waffen her? Harad, der Schmied, hat mich bisher immer beliefert. Jetzt produziert er nur noch für die Paladine. Er arbeitet Tag und Nacht wie bescheuert, umsonst für die Kerle. Er denkt, es wäre seine Pflicht. Alles, was ich dir anbieten kann, sind Restbestände. Diese Säckelonger.
Was ist eigentlich mit versteckten Item-Boni, zu denen es im Spiel keine Hinweise gibt? Einige sind wirklich sehr hilfreich, vor allem für Magier. Falls das hier zu viel spoilert, löschen. Was meinst du denn mit versteckten Item-Boni? Gib mal ein Beispiel am besten. Irgendwas, also ohne jetzt zu sagen, der eine Ring, den du dort findest, macht das und das, sondern als Beispiel so, es gibt einen Ring, da steht nur drauf plus 5 Mana, aber versteckt gibt der Ring noch plus 50% Zaubergeschwindigkeit oder so. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Meinst du sowas oder was genau meinst du da? Er redet einfach zu viedlich. Das ist der interessante. Und im Hintergrund, er redet einfach zu viel. Jesus Christ. Oh ja, Tastenkombis in Tony Hawk's. Ey, Tony Hawk's Pro Skater war so geil. Ich habe es geliebt. Das ist doch kein Geheimnis. Der Amazon Live Support ist ganz gut. Das stimmt aber. Bei Amazon allgemein, die beim Support sind, da echt nicht. Zumindest was ich so bisher in Erfahrung gemacht hatte. Was weißt du über das Verschwinden der Bürger? Was weißt du über das Verschwinden der Bürger von Korinnes? Ich habe schon viele durch das Stadttor im Osten schreiten sehen. Einige sind gekommen, die ich in meinem Leben noch nie vorher gesehen habe. Und viele sind dort hinausgegangen und kamen nie wieder. Aber neulich geschah etwas, das war schon befremdlich. Da war so ein Kerl bei mir. Ich glaube, Joe ist sein Name. Er prahlte damit, dass er bald zu großem Geld kommen würde. Er wüsste angeblich, wie man in einen der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen aufbewahrt, hineinkäme. Oh. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen, obwohl er mir sonst jeden Tag etwa um die gleiche Zeit über den Weg gelaufen ist. Ich habe das der Miliz gemeldet und dachte, vielleicht haben sie ihn erwischt. Und ich finde ihn da im Kerker wieder. Lord André wusste aber nicht, wovon ich rede. Er kannte den Typen nicht einmal. Den haben sie einfach eliminiert. Was weißt du über die Banditen? Was ich von ihnen weiß? Auf dem Weg in die Stadt haben sie mich ausgeraubt. Und ich bin nicht der Einzige. Die treiben hier schon seit geraumer Zeit ihr Unwesen. Die Miliz hat zwar mal versucht, sie aufzuspüren, aber ohne Erfolg. Er erzählt alles weiter. Mhm. Weißt du, wer von der Miliz an der Suche beteiligt war? So viele Tagebucheinträge. Der Kerl heißt Pablo. Oh, Pablo kann ich. Er war mit ein paar anderen auf der Suche nach den Banditen. Aber gefunden haben sie nicht. Weißt du, wo ich Pablo finden kann? Er patrouilliert durch die Stadt. Wer sagt denn sowas? Du findest ihn entweder am Tempelplatz oder in der Unterstadt. Das habe ich schon immer gesagt. Item, die man isst, können Boni auf Stats geben nach einer gewissen Menge. Das kannte ich schon aus Gothic 1, glaube ich auch, ne? Da war, wie war das, wenn du 50 Äpfel oder sowas gegessen hast, dann plus 1 auf Stärke, war relativ gering. Und bei Gothic 2, was ich schon gehört habe, war, wenn du Dunkelpilze isst. Aber mehr als von den Dunkelpilzen weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich weiß nur, dass wenn du, ich weiß nicht wie viele, aber wenn du eine gewisse Menge Dunkelpilze gegessen hast, kriegst du auch Boni auf whatever the fuck. Überfallen worden? Wo bist du überfallen worden? In der Nähe von Akils Hof. Geh einfach hier vorne aus dem Stadttor hinaus und folge dem Weg nach rechts. Dann kommst du nach einer Weile zu ein paar Treppenstufen. Von dort kamen die Kerle. Ich wette, die haben in dem Wald dahinter ihr Versteck. Und ja, bei Dungeon Crawlern Karten zeichnen, boah, das war geil. Das war geil. Ich werde mich darum kümmern. Ich werde mich darum kümmern. Was? Du willst dich mit den Banditen anlegen? Du alleine? Du bist wohl ein guter Kämpfer, was? Klar. Wie viel ist dir die Sache wert? Das ist eine gefährliche Sache. Naja, mir soll's recht sein. Ich zahle dir 100 Goldstücke, wenn du die Banditen besiegst. Ich kann's versuchen. Also eventuell komme ich erst in 2 Wochen wieder und sag dir, ich habe sie besiegt. Möglicherweise dauert das ein bisschen, aber ich komme wieder. Zeig mir deine Ware. So, was hast du denn? Oh, eine Schlachtaxt. Ey. Ich glaube, bei dem Typen, ich weiß nicht, wie gut seine Preise hier sind, aber huch. Aber hier kann ich... Warte, wie verkaufe ich nochmal? Genau, ja. Zack, 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 zack. Zack, warte, der schwere Ast, einen schweren Ast behalte ich mir mal. Das ist ja schrecklich. Ist viel zu viele Dolche hier, die sind auch nichts wert. Warte, ich habe einen Dolch und einen Dolch. Das heißt, die Dolche mache ich mal weg. Das ist ja interessant. Die rostigen Schwerter, die brauchen 30 Stärke, das ist noch viel zu viel. Die rostige Axt braucht 40 Stärke. Huch. Ich habe 2 Kurzbögen, dann kann einer weg. Das ist ja interessant. Und noch ein Nagelknüppel. Oh, benötigte Stärke 10, Schaden 25. Oh! Dann das rostige Schwert kannst du eigentlich auch wegschmeißen. Und...
Er arbeitet. Allgemein, alle rostigen Sachen kann man eigentlich alle wegschmeißen, nehme ich. Wirklich? Das ist so, ja, vom Rest bin ich mir nicht ganz sicher, was ich wegschmeißen kann und was ich... Woher habe ich den Stängel Sumpfkraut her? Hat mir das irgendjemand gegeben? Das ist ja interessant. Wirklich? Das ist ja interessant. Okay, zumindest mal die Waffen sind... Warte, dann können wir... Warte, wenn ich hier den Nagelknüppel habe, dann können wir den schweren Ast auch verkaufen. Ich hab's selbst erlebt. Schürhaken klingt besonders. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Vielleicht kann ich damit mal im Feuer so ein bisschen so... Wirklich? Das ist ja interessant. Thorn sitzt genau vor den Stats der Waffen. Oh, sorry. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ja, das Problem ist... wo kann ich mich am besten hier hinsetzen? Weil ich will halt, dass ihr meine Mana-Leiste sehen könnt und links die Lebensleiste, aber jetzt sitze ich halt vor den Stats der Waffen. Das ist halt... Das ist ein bisschen... Das war's doch inzwischen. Müsste mich genau in die Mitte setzen oder so. Das ist ja aber auch blöd. Das ist mal wieder typisch. Er erzählt alles weiter. Er redet einfach zu. Wie war jetzt deine Antwort? Willst du wissen, welche Lebensmittel das auslösen? Sowas. Irgendwer muss die Arbeit. Ja, das könnt ihr mir sagen. Also, was für Lebensmittel ich essen kann, damit ich Boni bekomme. Ich denke, das ist in Ordnung. Weil wenn ich das im Spiel nirgendwo herausfinden kann, außer komplett durch Zufall. Und es wäre schon ein sehr großer Zufall. So, ich esse mal zufällig 50 von diesen Pilzen. Also ich glaube, da das kann man mir sagen. Das wäre in Ordnung. Aber das ist eins der wenigen Sachen, die in Ordnung wären. Ja. So. Okay, Apfel, Stärke, Dunkelpilze, Mana. Achso, dann ist es mit den Äpfeln so wie in Gothic 1. Okay, alles klar. Wer sagt denn sowas? Mach dich doch ganz weg, Stone, ja. Wirklich? Das ist ja interessant. Vielleicht solange du noch nicht zauberst. Achso, nee, halt! Leute, ich habe hier einen Knopf! Der erzählt Achtung! Gar nichts mehr. LOL! Ich kann die Kamera einfach kurz verschwinden lassen, wenn wir bei Händlern sind. LOL, ich habe einen Knopf! Das habe ich ganz vergessen. Das ist mal wieder typisch. Das heißt, wenn wir uns bei Händlern Waffen umgucken, mache ich einfach zack. Ich glaube da nicht dran. Dann gucken wir uns die Waffen an und sobald ich beim Händler nicht mehr da bin, mache ich einfach zack und dann bin ich wieder da. Ich hab's selbst erlebt. Ey, ich bin so schlau. Ich habe nur 2 Stunden gebraucht, um auf die Idee zu kommen. Aber kein Problem, jetzt bin ich wieder da. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? LOL, ein Knopf! Wirklich? Okay. Das ist ja interessant. Er ist weg! Wirklich? Oh! Das ist ja interessant. Mhm. Das hab ich die Design sind hier eh alle noch zu teuer. Die kann ich mir alle nicht... Richtstab. Oh, Baby. Das ist der Oh, Wolfszahn. War das nicht ein Schwert aus Gothic 1? Ich erinnere mich dran. So an die Runen da in dem Schwert. Ich glaube da nicht dran. Voll klug. Ich bin K-L-U-K. Klug. Weil ich bin echt selten hier bei den Händlern im Interface. Deswegen, da kann ich mich auch kurz ausblenden. Das ist ja kein Problem. Okay, aber der hat noch... Ha, ha, was ist los? Das ist mal wieder typisch. Harnisch-Amulett. Schutz vor Waffen 10. Oh. 800 Gold. Das ist ja schrecklich. Oh. Was du nicht sagst. 555. Mhm. Schlimme Zeiten sind. 250. Okay. Rohstahl. Dann lass mich kurz. Warte, während ich beim Händler bin, lasse ich mich mal hier so ausgeblendet. Das ist ich hatte hier noch eine Sache, die ich auf jeden Fall verkaufen konnte. Wo ist denn. Ehrlich, ich hab's selbst. Hier, mein Silberring. Wert 18? Was? Da stand doch vorher Wert 120. Wieso kann ich das nur für so einen läppischen Preis verkaufen? Er erzählt alles weiter. Den Degen können wir eigentlich auch verkaufen, weil das hat Wert 75. Ich werde eh nie auf Geschicklichkeit gehen, deswegen das passt. Können wir eigentlich verhökern. Okay. Das weiß doch inzwischen jeder. Ich glaube, ansonsten bin ich hier relativ durch. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ein Knopf! Erstmal schön in der Nase bohren ohne Cam. Jawohl. Ich habe hier Schätze ausgegraben. Das glaubst du gar nicht. Ach, erzähl mir nicht sowas. Wenn ich es nicht hey, mit du. Augen Enos zum Gruß, Fremder. Wenn du ein gutes Sortiment für Reisende suchst, dann bist du bei mir richtig. Aber ich warne dich. Wenn du vorhast, dich bei mir zu bedienen, ohne zu bezahlen, rufe ich die Stadtwache. Moment mal. Sehe ich etwa aus wie ein Dieb? Ein bisschen. Du wärst nicht der Erste, der sich heute an meinen Sachen bereichert. Wirklich? Wow. Du bist auch bestohlen worden? Du bist bestohlen worden? Beweisen kann ich's nicht. Der Typ war verdammt clever. Hat sich vorgestellt als Rengaru, wenn das überhaupt sein richtiger Name war. Treibt sich schon die ganze Zeit am Marktplatz rum. Und jeden Abend säuft er sich einen an am Bierstand die Straße runter. Ich wette, der Mistkerl versäuft mein Geld. Hab nur mal einen Moment nicht aufgepasst und mein Geldbeutel war weg. Wirklich?
ist ja interessant. Ich könnte dein Gold wieder beschaffen. Ja, ich könnte dir dein Gold wieder beschaffen. So? Und warum solltest du das tun? Ich weiß nicht, ich habe sonst nichts zu tun. Er sollte lieber den Mund halten. Das habe ich schon immer gesagt. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Nee, dafür machen wir die Handwerkprüfung. Ich will einen Teil des Goldes. Ich will einen Teil des Goldes als Belohnung. Gold! Sieh erst mal zu, dass du mein Geld wieder beschaffst. Dann unterhalten wir uns über deine Belohnung. Das ist ja schrecklich. Warum hast du nicht die Stadtwache gerufen? Warum hast du nicht die Stadtwache gerufen? Die Stadtwache reagiert nur, wenn ein Dieb auf frischer Tat ertappt wird. Ach so. Und als ich gemerkt habe, dass mein Geldbeutel fehlt, war dein Mistkerl schon wieder weg. Hattest du keinen Videobeweis? Wie viel Gold war da drin? Wie viel Gold war in dem Beutel? 50 Goldstücke. Das ist eine verdammte Menge in diesen beschissenen Zeiten. Das ist mal wieder typisch. Ich schau mal. Ich werde mal sehen, was ich machen kann. Sei vorsichtig. Wenn du den Mistkerl einfach umhaust, werden die Stadtwachen eingreifen. In letzter Zeit ging es hier ziemlich rau zu. Und seit die Paladiner da sind, greifen die Wachen bei Schlägereien in der Stadt hart durch. Also lass dir was einfallen. Ich werde dich. Ich mache 5 Minuten länger pro Sub. Pro neuem Sub. Resubs zählen nicht, weil sonst wäre ich schon bei 2 Stunden länger machen. Deswegen. Da links unten kannst du sehen. Also pro Sub mache ich 5 oben drauf. Gerade sind wir bei 45 Minuten extra. Oh! Eva, Lions Godmother, du bist gelb im Chat. Hallöchen, hallöchen. Ich sehe schon, passt besser zum Löwen-Image. Was hast du denn so? Zeig mir deine Ware. 4 Minuten 59 pro Sub. Ich glaube da nicht dran. Oh, warte. Ihr könnt ja auch euch die Werte ein bisschen angucken. Folter-Axt. Das ist doch kein Geheimnis mehr. 125 Stärke. Alter Falter. Weißt du, der sagt, 50 Goldmünzen wären viel für ihn. Verkauft seine Sachen zum Teil für 1200 Goldmünzen. Ich glaub dir kein Wort, Mann. Ich habe was anderes gehört. Licht. Amulett der Eichelhaut. Schutz vor Pfeilen ist schon nicht schlecht. Oh, der Dunkelpilze. Ich glaube, wir werden noch genug finden. Okay, ja. Na, der hat nichts Interessantes. Das ist ich hab's selbst erlebt. Komme wieder. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht zu vielen Leuten Versprechungen, die ich nicht einhalten kann. Genau das war der Grund. Nice, Eva, nice. Alles Mehrwertsteuer von den 1000 Gold, ich glaube so. Hallo, ist da jemand? Was suchst du hier? Oh Gott! Sorry! Ich komm nicht raus! Ah! Nein! Hey, raus! Na bitte, geht doch! Au! Ah. Ihr habt mich nicht rausgelassen! Ich will dich nie wieder da drin sehen, klar? Ihr habt mich geblockt! Ihr Säcke, zählen denn Sub-Upgrades? Ja! Also wenn ihr von Stufe 1 Sub auf Stufe 2 Sub kommt, ist das so wie ein Sub extra obendrauf. Das zählt als ein neuer Sub, ja. Also wenn ihr vorher 5er Sub hattet und schon gesubbt wart und dann auf 10er Sub upgradet, ist es im Prinzip ja ein neuer Sub. Ihr habt ja einen 5er obendrauf gelegt. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Also logisch, ja. Das zählt, ja. Ich glaube das anders. Naja, Stone, dein PC ist auch über 1000 Euro wert. Sind 50 Euro für dich nicht viel? Das ist 50 Euro. 50 Euro kaufe ich mir ein Eis. Hallo? 50 Euro lege ich mir in den Backofen, nur damit ich zusehen kann, wie es verbrennt. Hallo? Doch, klar. So, Darren, ich bin gleich bei dir. Du siehst wichtig aus. Du siehst aus wie ein Feuermagier. Oh, hallo, Sarah. Hey, Sarah, hallo? Na? Wie läuft das Geschäft, Sarah? Wie läuft das Geschäft? Als die Paladine kamen, dachte ich, das wäre eine gute Gelegenheit, Geschäfte zu machen. Aber sie lassen sich ihre Waffen von Harad herstellen und weder Hako noch ich verdienen auch nur ein Goldstück an ihnen. Dazu kommt noch, dass die Nahrungsversorgung durch die Bauern ausbleibt und alles teurer geworden ist. Da ist es nur ein kleiner Trost, dass die Paladine meine Hotelrechnung bezahlen. Was ist das Problem mit den Bauern? Was ist das Problem mit den Bauern? Sie weigern sich, ihre Erträge zu liefern. Jetzt, da keine Schiffe mehr anlegen, ist die Stadt natürlich auf die Versorgung durch die Bauern angewiesen. Und Ona, der größte Bauer, hat sich Söldner angeworben, die seinen Hof vor den Stadtwachen beschützen. Die würden sich die Waren sonst einfach holen. Aber die Söldner bewachen nicht nur den Hof von Ona. Sie kommen bis zu den kleinen Höfen in der Nähe der Stadt heran, um die Bauern dort einzuschüchtern. Als ich an Arkils Hof vorbeigekommen bin, habe ich sie gesehen. Ich möchte jetzt nicht in seine Haut stecken.
wenn ich es nicht mit eigenen Augen ich gucke mal nach. Wo ist sein Hof? Wo finde ich Arkils Hof? Wenn du aus dem östlichen Stadttor hier rausgehst und dem Weg rechts hoch folgst, kommst du zu einer Treppe. Die führt hoch zu Arkils Hof. Aber da würde ich jetzt nicht hingehen. Die Söldner sind bestimmt noch da. Ich versuche aufzupassen. Ich kann ja so gut aufpassen, wie man gesehen hat. Zeig mir deine Ware. Schlimme Zeiten sind das. Alter, wie die alle Waffen haben. Die haben alle Waffen bis zum Abkotzen. Er redet einfach. Schwerer Zweihänder. Oh, der sieht geil aus. Das habe ich schon immer gesagt. Oh, Alter. 135 Stärke. Ach, erzähl mir nicht sowas. Oh, Inquisitor, ey. Nice. Edles Bastardschwert. Sind schon geil, die Sachen, aber die brauchen so viel Stärke. Ich glaube da nicht dran. Ich hoffe, ich kriege als Magier auch geile Sachen. Kriegshammer. Kampfstab zum Beispiel. Er braucht auch Stärke. Wer sagt denn sowas? Uff. Ring der Lebenskraft, nicht schlecht. Viel schlimmer. Nee. Ich glaube, ich will erstmal kein Geld für diese. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt? 278, ja. Ich wäre sofort pleite. Okay. Schlimme Zeiten sind das. Ich gucke die eigentlich durch, weil ich muss ja für den Alchemisten ein paar Pflanzen sammeln. Ich hoffe, dass irgendwer von denen noch Pflanzen haben wird, die ich zufällig brauche, die ich dann kaufen kann. Ey, Rengaro, das war doch der Dieb, oder? Warte, lass mal kurz safen. Das war doch der Dieb. Von dem Typen da hinten. Sarah hat eine schöne Stimme, gell? Ich hab was anderes gehört. Efe Pascha, ja. Geil Gothic 2. Das ist ja interessant. Jora meinte, du hättest sein Gold, hallo? Jora meinte, du hättest sein Gold. Verdammt, nichts wie weg. Ehrlich, ich hab es selbst. Wie der läuft, ey. Hey, du. Ey. Ich habe ein Angebot. Nein, das Ding. Was willst du? Ich will meinen alten Stand am Marktplatz zurück. Den hat sich Sarah unter den Nagel gerissen. Aber sie hat lange genug dort gestanden. Ich will, dass sie den Stand aufgibt. Und welche Rolle spiele ich dabei? Ich gebe dir einen Brief, den schiebst du ihr in die Tasche. Dann gehst du zu André und erzählst ihm, dass Sarah Waffen an Onar verkauft. Sie landet im Gefängnis, du kassierst das Kopfgeld und ich kriege den Stand. Du hast 2 Tage Zeit, das zu erledigen. Was würde für mich dabei rausspringen? Warum sollte ich das tun? Wenn ich den Stand habe, bekommst du eine Waffe von mir. Und zwar eine verdammt gute. Das ist ja schrecklich. Nein, tut mir leid. Sarah wandert nicht in den Knast. So. Du schuldest ihm doch Geld, oder? Oh, verdammt! Läuft so weg. Und Kanta, Moment. Fuck. Da läuft er mir weg. Sollte lieber den Mund halten. Hallo, Aelirus. Du hast genug Stärke für den Kampfstab. Ja, das stimmt. Mein Gürtel bringt immer noch plus 5. Dolvenis, Hallöchen. Aber ich will trotzdem noch nicht Geld dafür ausgeben. Was passiert, wenn ich es nicht mache? Was passiert, wenn ich das nicht mache? Das wäre wirklich dumm von dir. Denn siehst du, ich weiß, dass du ein entflohener Sträfling bist. Wenn sich das herumspricht, könnte das deiner Situation in der Stadt erheblich schaden. Ah! Ich kann's leider nicht machen. Tut mir sehr leid. Ich kann Sarah nicht selloutern. Ich kann Sarah nicht. Ich kann es einfach nicht. Sie ist so freundlich und nett zu mir gewesen. Hast du irgendwelche Mods drauf? Nur zur Stabilität, Breitbild-Patch und ich habe den DirectX 11-Patch drauf. Tut mir leid, ich kann mich nicht darauf einlassen. Jetzt könnte ich ein Problem kriegen in der Stadt, aber. Nein. Darauf lasse ich mich nicht ein. Das war die falsche Entscheidung, Junge. Wir sprechen uns wieder. Sorry, du sexy Schlonger. Willst du mir noch deine Sachen verkaufen? Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Ach, du willst? Okay. Alles klar. Aber du hast eh nichts, was ich brauche. Ich muss weiter. Von mir aus. Glaube mir. Nein. Efe Pascha, danke für den Follow. So, Moment. Baltram. Willkommen, Fremder. Mein Name ist Baltram. Bist du gekommen, um dich mit Nahrung einzudecken? Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe momentan nicht viel auf Lager. Shame! Aber bald bekomme ich eine weitere Lieferung. Okay. Ich glaube, das ist der letzte Händler, oder? Dann haben wir alle auf dem Marktplatz durch. Hast du einen Job für mich? Nein, ich habe schon einen Boten. Probier's doch mal bei den anderen Händlern. Hab ich schon. Was hast du denn? Zeig mir deine Ware. Amulett der Lebenskraft. 40 Lebens... Oh, da hier. 40 Lebenskraft kostet aber 400. Ist deftig. Mach ich, glaube ich, erstmal nicht.
Okay. Uff. Zu. Hey. Hat ich schon bin Zuris, Meister der Tränke. Oh ja. Benutzt du eine Essenz der Heilung oder ein magisches Elixier, dann bist du bei mir richtig. Bei dem Zettel, den wir vom Alchemisten bekommen haben, der war unterschrieben mit Zuris. Frag doch jemanden, ne, von außerhalb, irgendeinen Typen, der Lehrling werden will, dass er dir die Sachen bringt. Stellst du deine Tränke selbst her? Nein, ich beziehe sie entweder aus dem Kloster oder kaufe sie von Constantino, dem Alchemisten. Wenn du an der Herstellung von Tränken interessiert bist, dann sprich mit ihm. Er braucht einen Gehilfen. Aber er ist zu eigensinnig, um selbst jemanden einzustellen. Warte kurz. Er ist halt störrisch wie ein Maulesel. Er kommt immer bei mir vorbei, wenn er draußen vorm Osttor Pflanzen für seine Tränke sammelt. Oh, der hat auch Pflanzen. Sehr gut. Wie bitte jetzt? Ja. Haben die so gesagt, oder was? So, hier in letzter Zeit hat öfter versucht, die Bank Sabrina anzurufen und zu erreichen. Und heute hat sie mal die Bank zurückgerufen und so, ja, was ist los? Warum versuchen sie mich ständig zu erreichen? Und dann so eine piepsige, hohe Stimme am Telefon. Wir wollten nur wissen, ob sie glücklich mit uns sind. Nice, okay, alles klar. Wollten nur wissen, ob sie glücklich sind. So. Wo genau sammelt er seine Kräuter? Das wäre vielleicht ganz brauchbar. Wo genau sammelt Constantino seine Kräuter? Er geht immer durch das östliche Stadttor hier und verschwindet dann nach links in die Wildnis. Er hat mal erzählt, dass in der Gegend dort so ziemlich alles wächst, bis auf Kronstöckel. Oh! Hat Constantino auch erzählt, wo man Kronstöckel findet? Ich habe ihn mal sagen hören, dass das Zeug in der Nähe von Steinkreisen wächst. Ja, Kronstöckel haben wir doch. Von Lobards zwei. Hof, das ist der Hof draußen vor dem anderen Stadttor, ist einer dieser Steinkreise. Er liegt auf einem Hügel, glaube ich. War mal ein Grab oder sowas. Mann, ich wünschte, ich könnte mir die Dialogoption nochmal anhören. Ich habe die erste Angabe verpasst, wo die ganzen Pflanzen wachsen. Direkt vorm Stadttor? Was hat er im Osten, im Westen? Was genau hat er gesagt? Ist sie denn glücklich? Ja, Sabrina ist sehr zufrieden mit der Bank. Gibt's eigentlich einen Streamplan oder machst du einfach das, auf was du gerade Lust hast? Eine Mischung. Also, es gibt 5-6 Games, die ich mir für diesen Stream vorgenommen habe. Zum Beispiel Firewatch. Firewatch werden wir komplett durchspielen an einem Stück, wenn es dann soweit ist. Und, ja. Zeig mir deine Ware. Ne? Und wir haben am Anfang gevotet, was wir als erstes spielen. Oh, hat er viele Spells. Let's go. Nice. Eisblock. Roter Tränenpfeffer von den südlichen Inseln. Oh, lecker. Ein Beutel voll Apfeltabak. Mm. Wow, Stone, was für eine Aufnahmespanne. Ey, mein Problem ist einfach, dass ich halt nebenbei den Chat lese. Das ist nicht so, dass ich die Sachen höre und dann wieder vergesse, sondern die kommen erst gar nicht rein. Ich lass mich zu leicht vom Chat ablenken. Das darf nicht passieren. Okay, ist okay. Ich hatte echt gehofft, dass er noch ein paar, dass er ein paar Pflanzen hat, aber ist okay. So, warte. Dann kurz der Magier hier noch. Darren. Was kann ich für dich tun? Suchst du geistigen Beistand? Goldfisch-Syndrom, ja. In der Wildnis. Willst du ein Gebet an unseren Herrn Inos richten oder etwas Gold für seine Kirche spenden? Ich will mir deinen Segen holen. Let's go. Das ist gut. Dann willst du vermutlich Gold an die heilige Kirche Innos spenden, ja? Eigentlich wollte ich deinen Segen, um als Lehrling in der Unterstadt anfangen zu können. Aber mein Sohn, ohne eine bescheidene Spende an die Kirche kann ich dich unmöglich segnen. Wie soll ich mich denn sonst deiner guten Absichten gegenüber der heiligen Kirche Innos versichern? Ich habe schon wieder im Chat gelesen, aber diesmal habe ich ihm zugehört. Ich habe versucht, beides parallel zu machen. Ich will ja schließlich mitkommen. Und Chat ist für mich persönlich wichtiger. Bitte im Whisper mir auch nicht sagen, wie ich Sachen lösen kann, ja? Gerade im Whisper ist es eine sehr fiese Sache, weil das kann man nicht timeouten, ne? Deswegen... Scam Alert!
Sub-Bonuszeit 45 Stunden, Tage, Monate. Monate natürlich, Monate. Wo kommst du her? Wo kommst du her? Er will mich voll abziehen. Ich komme aus dem Kloster der Magier, das in den Bergen liegt. Wir nehmen dort jeden auf, der reinen Herzens ist und den Wunsch verspürt, unserem allmächtigen Herrn Innos zu dienen. Stone ist schon unkonzentriert. Ich bin nicht unkonzentriert. Ich sag gar nichts mehr dazu. God fucking damn it! Weißt du, wenn ich unkonzentriert bin, dann jeder, der das denkt, ist ein Sackgesicht. So. Und ein Sacklonger. Ne? Sackgesicht, Sacklonger, kannst du dir aussuchen. Aber ich denke, das ist ein fairer Austausch. So. Was machst du in der Stadt? Was machst du in der Stadt? Ich führe Gespräche mit den Paladinen und stehe den Bürgern mit meinem Rat und helfenden Worten zur Seite. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es unsere Pflicht, für das Volk da zu sein und den Bedürftigen zu helfen. Okay, Kloster, was geht da? Erzähl mir mehr über das Kloster. Wir unterrichten unsere Schüler in allen Formen der Magie. Aber nicht nur das allein sind die Künste der Feuermagier. Wir verstehen uns ebenso auf die Kunst der Alchemie, wie auf das Erschaffen mächtiger Runen. Zudem keltern wir einen hervorragenden Wein. Wein? Let's go, let's go. Da spricht der Pelzer aus mir. Zitronenlutscher, danke für den Follow, bediene dich an der Käseplatte. Was ist ein Longer? Das willst du gar nicht, Wiese. Ein Longer halt. Ich wollte doch nur helfen. Ich weiß, Whispermann. Aber ich muss sagen, wenn nochmal irgendwas im Whisper kommt, dann muss ich die Whisper leider ausschalten. Weil ich will logischerweise halt nicht, ne? So, Innos? Erzähl mir von Innos. Innos, unser allmächtiger Herr, ist das Licht und das Feuer. Ich glaube ja, der verarscht uns. Er wählte den Menschen als sein Werkzeug und gab ihm die Magie und die Gesetze. Was ist eins, Sacklonger? In seinem Namen handeln wir. Nach seinem Willen sprechen wir Recht und sein Wort wird verkündet. Wisst ihr, warum ich glaube, dass er mich verarschen will? Weil der einfach so random auf dem Marktplatz steht. Ohne Zusammenhang, nicht in seiner Magierburg, sondern du redest mit ihm so, und wie geht's dir? Wie wär's mit einer Spende? Naja, was denn die übliche Spende? Wie viel ist denn eine übliche Spende? Nun, das kommt darauf an, welchen Teil du geben willst. Lass mich sehen, was du dabei hast. Vergiss es! Ah, ja. Guck den Geldbeutel, was? Du hast über 100 Goldstücke. Der Herr sagt, gebt, wenn ihr habt. Leck die mich, Kirche Junge. Empfängt deine großzügige Spende. Vergiss es. Ich segne was? Dich im Namen Innos, denn er ist das Licht und die Gerechtigkeit. Er hat mir einfach das Gold aus der Tasche gezogen. Wow. Der guckt in meinen Geldbeutel und dann nimmt er mir einfach 50 Münzen raus. Hallo? Alter. What the fuck? Dieser Penner, ey. Ja, habe ich jetzt den Segen bekommen oder hat er mich jetzt nur verarscht? Wie der mich einfach abgezogen hat. So, lass mal sehen, was ist da drin? Alles klar, danke, tschüss. Büschkirche halt. Nee, bei mir, ich habe noch keinen Hunger. Ja, das wäre nice. Pass auf, lass mich, ich will erstmal gucken, ob das der richtige Segen war. Lass mich kurz zu diesem Typen da zurückgehen und sagen, hey, mich haben jetzt beide gesegnet. Und so sprach Adanos. Hast den Segen bekommen? Habe ich bekommen, ja? Nie mehr. In der Kirche geht es doch genauso auch. Denn es ist heil. Diese Werbung von Bibis Appellierer, wunderschön. Kam das bei mir gerade? Oh, warte, da ist die Gritta. Was Schatz? Ja. Sacklonger, Bibis Appellierer. Alles klar. Thematisch passend, ja. Was willst du, Fremder? Wenn du gekommen bist, um zu betteln, muss ich dich enttäuschen. Ich bin eine arme Witwe. Mein Name ist Gritta. Seit mein Mann tot ist, kümmere ich mich um den Haushalt von meinem Onkel Torben.
Wie geht's? Wie geht's? Wie immer. Aber ich will mich nicht beklagen. Wie geht's? Wie geht's? Wie immer. Aber ich will mich nicht beklagen. Ich komme von Matteo. Du schuldest ihm noch Gold. Ich komme von Matteo. Du schuldest ihm noch Gold. Er will sein Geld? Wofür denn? Er hat mir fehlerhafte Ware geliefert. Schlechter Stoff und schlechte Nähte. Du gibst die Kohle jetzt her. Hast du mal die Farben gesehen? Das sind nicht die Farben, die ich bestellt habe. Das ist Betrug. Dann hör auf, im Internet zu bestellen. Damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann. Alter. Weiter. Was war er doch für ein guter Kerl. Gut aussehend, fleißig, ein Kavalier der alten Schule. Wir hatten alles. Vermögen, Glück. Manchmal wurden wir sogar eingeladen zu der feinen Gesellschaft. Das waren Feste. All die schönen Kleider und Frisuren. Das feine Essen und kultivierte Unterhaltungen. Damals war alles besser. Da hat sich niemand getraut, mit so lächerlichen Forderungen das Herz einer armen Witwe. Ruhe jetzt. Oder warte, vielleicht wenn wir ihr bis zum Ende zuhören, vielleicht können wir dann irgendwie so ein bisschen positiver, ne? Das kann jetzt Stunden dauern. Oh mein Gott, mir geht es ja so schlecht. Vielleicht erschöpft sie sich selbst, wenn wir lang genug mit ihr reden. Zu beschämen. Was soll ich denn machen? Die Rente reicht ja kaum zum Leben und die Zeiten werden auch nicht besser. Das sieht man doch jetzt überall. Die Leute müssen sparen. Es ist schon seit Wochen kein Schiff mehr in die Stadt gekommen. Mein Mann war Handelsschiffkapitän. Ja, nicht nur Kapitän, das Schiff gehörte ihm. Von seinen langen Reisen brachte er immer ein Geschenk für mich mit. Kostbare Stoffe vom Festland. Erlesene Gewürze aus den südlichen Ländern. Oh, oh. Und sonst so? Die meisten Leute kennen so etwas gar nicht. Doch dann eines Tages erreichte mich die Botschaft vom Untergang der Gritta. So hieß das Schiff. Mein Mann hatte das Schiff aus Liebe zu mir so genannt. Ich habe geweint und gefleht, dass mein Mann das Unglück überlebt hat. Jeden Tag erhoffte ich, Nachricht von ihm zu bekommen. Doch meine Sehnsucht blieb unerfüllt. Innos möge seiner Seele gnädig sein. Möge er in Frieden ruhen. Seit dieser Zeit lebe ich nun in diesen bescheidenen Verhältnissen. Und das letzte bisschen von meinen Ersparnissen will mir jetzt dieser Seelenverkäufer Matteo abnehmen. Hab doch Erbarmen mit einer armen Frau. Damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann. Was war er doch für ein guter Kerl. Gut aussehend, fleißig, ein Kavalier der alten Schule. Wir hatten alles. Vermögen, Glück. Manchmal wurden wir sogar eingeladen zu der feinen Gesellschaft. Ja. Das waren Feste. All die schönen Kleider und Frisuren. Das feine Essen und kultivierte Unterhaltungen. Damals war alles besser. Da hat sich niemand getraut, mit so lächerlichen Forderungen das Herz einer armen Witwe. Ja? Okay, alles klar. Die Tussi versucht die Mitleidstour. Ja, ich versuche sie in Grund und Boden in Erschöpfung reinzurennen. Sparen, 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 bis der Priester alles nimmt. So ist es. Ja, und sonst zu beschämen. Was soll ich denn machen? Die Rente reicht ja kaum zum Leben und die Zeiten werden auch nicht besser. Das sieht man doch jetzt überall. Die Leute müssen sparen. Es ist schon seit Wochen kein Schiff mehr in die Stadt gekommen. Die wiederholt sich echt, ne? Mein Mann war Handelsschiffkapitän. Ja, nicht nur Kapitän, das Schiff gehörte ihm. Von seinen langen Reisen brachte er immer ein Geschenk für mich mit. Kostbare Stoffe vom Festland. Erlesene Gewürze aus den südlichen Ländern. Oh, ja. Die meisten Leute kennen so etwas gar nicht. Doch dann eines Tages erreichte mich die Botschaft vom Untergang der Gritta. Ich frag mich, so hieß das Schiff. Mein Mann hatte das Schiff aus Liebe zu mir so genannt. Ich habe Innos möge sein, will mir jetzt dieser Seelenverkäufer Matteo abnehmen. Hab doch Erbarmen mit einer armen. Kommt er immer gleich? Das war er doch für ein guter. Manchmal das Feine. Zu beschämen, die Leute von seinem. Ich versuche zu gewinnen hier gerade. Die meisten lieb Innos will mir jetzt. Was war er doch manchmal das feine Essen? Au, die sagt das echt immer zu wieder. Die Leute von seinen. Die meisten Leute liebe zu Innos will mir jetzt. Ich glaube, wir können nicht gegen sie gewinnen. Okay, alles klar, Ruhe jetzt. Schluss jetzt. Wo ist das Gold? Aber ich habe das Gold nicht. Ich bin nur eine arme Witwe. Dann verkaufen wir halt deine Klamotten. Dann verkaufen wir halt ein paar von deinen Klamotten. Du hast doch bestimmt noch einen Haufen Zeug im Schrank. Untersteh dich, du Rüpel. Ist ja schon gut. Hier ist das Gold. Na also, geht doch. Verlasse jetzt bitte mein Haus. Ja, kann ich machen. Ich habe ja das geht die Kohle. Alles gut. Torben, ich bin gesegnet. Let's go. Deine Zustimmung? Wie steht es mit deiner Zustimmung, Meister? Nice. Hat dir Vatras seinen Segen gegeben? Ja.
Und hast du dir auch den Segen eines Priesters Innos geholt? Ja, das habe ich. Dann sollst du auch meinen Segen haben. Für welchen Weg du dich auch entscheiden magst, verrichte dein Handwerk gut, mein Junge. Okay, alles klar. Warte, ich will nochmal kurz safen. Safe Scumming ein bisschen betreiben. Ich will ihnen nochmal sagen, hey, übrigens, deine Nichte hatte doch die Kohle dabei. Gold zum Überleben, kleiner als Kleider. Ja, echt so. Hauptsache schöne Kleider. Das sah nämlich teuer aus. Deine Nichte hatte 100 Goldstücke bei sich. Was? Diese kleine Schlange, das war mein Gold? Sie hat es aus meiner Truhe genommen. Gib es mir zurück. Ich muss zuerst Lema bezahlen. Matteo kann sein Geld später bekommen. Fuck! Nein! Hätte ich ihm bloß nichts gesagt. Oh, fuck! Darf ich trotzdem seine Stimme behalten, wenn ich jetzt ihm sage, nein, Matteo wird sein Geld von mir zuerst zurück, oder zieht er seine Stimme für mich zurück? Mist! Krieg ich später die 100 Gold nochmal? Krieg ich die wirklich später von ihm, oder? Fuck. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Nein, Matteo wird sein Gold von mir zurückbekommen. Damit brockst du mir eine Menge Ärger ein. Lema ist nicht sehr nachsichtig, wenn es um Schulden geht. Aber immerhin willst du die Schulden meiner Nichte begleichen. Dafür muss ich dir wohl danken. Okay, immerhin. Okay, er zieht seine Stimme nicht zurück. Es könnte halt sein, dass Lema ihn verschlagen wird. Das könnte natürlich passieren. Ja. Alles klar, Tascha, mach's gut. Ja, genau. Ich meine, wir können ja jetzt auch nicht sagen, so von wegen so, ach so, aus deiner Kiste, alles klar. Wir wissen ja nicht, ob sie es aus seiner Kiste genommen hat. Ist aber gut möglich, dass er... würde zu ihr passen, dass sie es einfach aus der Kiste genommen hat. Ich hoffe, der wird nicht von Lema gekillt oder so. So, hier sind deine 100 Goldstücke. Hier hast du deine 100 Goldstücke. Und? Hat sie Probleme gemacht? Keine nennenswerten. Gut, damit hast du deinen Teil der Abmachung gehalten. Okay, ja, alles klar. Ende. Warte, wie viel Gold habe ich jetzt? 228. Ja, tatsächlich. Habe ich das richtig gerade eben gesehen? Achso, nee, der hat mir das Gold... Weil da stand gerade eben so 100 Gold ausgegeben und 100 Gold genommen oder so. So zweimal irgendwie. Oder ich habe mich verguckt. Ah, nee, 100 Erfahrungspunkte oder so stand da, ne? Okay, Was müssen wir jetzt hier als nächstes in der Stadt machen? Ich glaube, ich habe mit allen Händlern gesprochen. Wir haben den Typen mit den Segen überzeugt. Beim Alchemist wollen wir noch werden. Den Schmied, da müssen wir noch 3 Pflanzen sammeln. Beim Schmied müssen wir einen Ork töten. Beim Jäger haben wir die Quest schon gemacht. Das mit dem Geld haben wir ihm schon zurückgebracht. Das heißt, 3 Händler haben wir schon überzeugt. 3 Meister. Und 2 Meister müssen wir noch überzeugen. Insgesamt waren es 5. Das waren alle, oder? Die arme Synchronsprecherin musste den Text bestimmt 100-mal sagen. Ja, Mann, voll schlimm. Hallo, Schnabelchen. Hallöchen. Warte, ich will nochmal zur Stadtwache hier gehen. Irgendjemand von denen hat mich nämlich auch auf Pablo angesprochen. Was konnte ich nochmal mit Pablo machen? Ey, Pablo. Wie ist die Lage? Zurzeit ist es ruhig. Nur die Banditen vor der Stadt machen uns Probleme. Banditen. Was weißt du über die Banditen? Sie kommen alle aus der verdammten Minenkolonie. Aber es gibt etliche Splittergruppen. Einige haben sich in die Berge verkrochen und wieder andere haben sich dem Großbauer Ona angeschlossen. Aber am meisten Probleme machen die Banditen, die sich in der Nähe der Stadt herumtreiben. Sie sind der Grund dafür, dass sich keiner der Händler mehr vor die Stadttore traut. Das kennen wir schon, ne? Da ist nichts Neues. Okay. Nein, neue Dialogoption. Moment. Was weißt du über die Händler? Was weißt du über die Banditen, die den Händler Harkon überfallen haben? Ach, die Sache. Hör bloß auf. Soviel wir wissen, gehen eine ganze Menge der Händlerüberfälle auf ihr Konto. Diese Ratten haben sich in ihrem Loch verkrochen und trauen sich nicht mehr raus. Einmal konnten wir sie aufspüren und verfolgen. Aber im Wald vor der Stadt haben wir die Verfolgung abgebrochen. Da treiben sich zu viele Viecher rum. Das ist viel zu gefährlich. Aber da ist noch eine Sache. Ein paar der gestohlenen Waren sind in Korinis aufgetaucht. So, das heißt, so. Sie wissen, wie sie die Ware in die Stadt bringen und sie verkaufen können. Ja. Wir vermuten, dass sie einen Hehler in der Stadt sitzen haben. Aber bisher ist es uns nicht gelungen, den Kerl zu erwischen. Falls du in der Sache was rauskriegen solltest, bei Lord Andre,
gibt's ein schönes Kopfgeld für den Hehler. Da ist so ein anderer Dieb, der mir auf den Sack geht. Vielleicht können wir ihm die Schuld in die Schuhe schieben. Hallöchen, Kalle. Und ja, das weiß ich. Ich muss nicht alle überzeugen. Es wurde ja gesagt, wenn einer gegen mich ist, ist es in Ordnung. Aber alle anderen müssen zustimmen. Und jetzt ist halt nur die Frage, wie viele es insgesamt gab. Ich glaube, es gab 5. Das heißt, wir müssen mindestens 4 überzeugen. So, woher kamen die Banditen, die meinen Steckbrief dabei hatten? Woher kamen die Banditen, die meinen Steckbrief dabei hatten? Aha, es ist also doch deine Visage. Ach so, ich hab vergessen, dass er mich sucht. Warum hast du das nicht gleich zugegeben, ha? Egal. Weswegen wirst du gesucht? Ich weiß es nicht, ehrlich. Ja, schon klar. Ich sag dir was. Upsi. Wenn ich glauben würde, dass du mit diesen Banditen unter einer Decke steckst, hätte ich dich schon längst eingelocht, klar? Trotzdem werde ich mal besser bei Lord André über diesen Vorfall Meldung machen. Aber um deine Frage zu beantworten. Wir haben sie in der Nähe des Großbauern aufgegriffen. Aber sie sahen nicht aus wie Onas Leute. Ich denke, sie gehören zu einer kleineren Gruppe, die sich irgendwo in der Nähe von Onas Hof in den Bergen verkrochen hat. Aber wenn du vorhast, dahin zu gehen, muss ich dich warnen. Die Halsabschneider machen mit jedem kurzen Prozess. Ich werde es mir merken. Okay, alles klar. Ich lasse das jetzt so, meine Schuld. Ich habe nicht dran gedacht. Die Konsequenz muss ich ausnahmsweise tragen. Diesmal mache ich kein Safe-Scumming. Ausnahmsweise. So. Okay. So, was? Ich überlege gerade. Wir könnten als nächstes den... Warte, ich lasse mich kurz heilen. Das gibt's ja hier gratis, ne? Und dann können wir den Dieb verfolgen gehen. Den würde ich gleich als nächstes machen. Ey, Vatras! Kannst du mich kurz heilen? Das wäre nett. Kannst du mich heilen? Adanos, segne diesen Körper. Befreie ihn von seinen Wunden und stärke ihn mit neuem Leben. Ja, ist das Game bei euch zu dunkel? Ich kann bei mir... Also es ist dunkel, weil wir gerade mitten in der Nacht in Gothic haben, aber ich kann bei mir noch alles ganz gut erkennen. Ne? Also bei mir geht's. Oder ist nur dein Monitor dunkel, Avaton? Das ist doch alles nur Gerede. Zu wenig Gamma auf dem Monitor eventuell. Das war keine große Sache. Ach, jetzt können wir sagen, ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. So? Dann hast du ja schon die erste Bedingung dazu erfüllt. Dunkel, ja. Was meinst du damit? Naja, du hast jemanden in den Reihen unserer Kinder, der dich vertraut. Sonst würdest du sicherlich nicht davon wissen. Aber ich weiß gar nichts über dich. Was willst du wissen? Nun, du könntest mir erzählen, wo du herkommst und warum du in die Stadt gekommen bist. Ich komme mit einer wichtigen Botschaft für den Anführer der Paladine. Was ist das für eine Botschaft? Das ist wirklich nicht mein Problem. Und glaub ja nicht, darf ich mit ihm einfach so darüber reden? Über die Drachen? Er scheint vertrauenswürdig, ich sag ihm das mal. Während wir reden, sammelt sich eine große Armee unter der Führung von Drachen, um das Land zu erobern. Drachen? Du sprichst von Wesen, die bisher nur in Sagen Erwähnung finden. Woher weißt du das? Ich habe einen Schatten gesehen. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Die Frage ist jetzt, soll ich Xardas erwähnen? Weil eigentlich wurde gesagt, erwähne bloß nicht, dass es mich gibt bei den Feuermagiern, hat er gesagt. Aber das sind ja die Wassermagier. Dürfen die auch nicht wissen? Ich sag mal zur Sicherheit lieber, das habe ich irgendwo aufgeschnappt. Aber dann wird er es mir wahrscheinlich nicht glauben. Das habe ich irgendwo aufgeschnappt. Aha. Und deshalb hast du dich auf den Weg gemacht. Wer bist du eigentlich? Da kannst du eh nichts dran ändern. Da kann man sich nicht drauf verlassen, über die Finger. Abenteuer aus dem Süden, ehemaliger Gefangener, I don't know. Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie von Korinnes. Gut. Fassen wir mal zusammen. Du bist ein ehemaliger Gefangener, der irgendwo aufgeschnappt hat, dass Drachen gekommen sind, um das Land zu erobern. Ey. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu berichten. Ich glaube, du verschweigst mir etwas. Nein. Wenn du Sorge haben solltest, dass ich das, was du mir erzählst, weitergebe, so kann ich dich beruhigen. Ich habe geschworen, alle Geheimnisse, die mir anvertraut wurden, für mich zu behalten. Fangen wir also noch einmal von vorne an. Was ist das für eine Botschaft? Wir können es gerne nochmal probieren. Es sind Drachen gekommen!
sammelt sich eine... Wenn das tatsächlich war... Probieren wir mal das mit Xardas. Xardas, der Magier, hat es mir erzählt. Er hat mich geschickt, die Paladine zu warnen. Der Dämonenbeschwörer. Er lebt also. Und er hat dich losgeschickt? Wer bist du eigentlich? Kann ich sagen, Abenteurer aus dem Süden? Das sagt beides nicht so viel aus, irgendwie. Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie von Korinnes. Gut. Fassen wir mal zusammen. Du bist ein ehemaliger Gefangener, der von Xardas, dem Dämonenbeschwörer... Ich glaube, der wird mir so oder so nicht glauben. Das Drachen und du bist gekommen, um... Das hört sich alles sehr abenteuerlich an, aber... Ich kann nicht erkennen, dass du mich angibst. Siehste? Daher muss ich annehmen, dass deine Beweggründe ehrlich sind. Ich will dir eine Chance geben, dich dem Ring des Wassers anzuschließen. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Was muss ich tun, um mich anzuschließen? Was muss ich tun, um mich dem Ring anzuschließen? Du musst wissen, dass du große Verantwortung übernimmst, wenn du dem Ring angehören willst. Ich bin nicht gewillt, jedem, der zu uns kommt, der Bitte um Aufnahme zu entsprechen. Wenn du dem Ring angehören willst, musst du beweisen, dass du auch so handelst wie einer von uns. Und das heißt? Bevor wir einen jungen Mann in unseren Dienst stellen, muss er etwas Großes für den Ring. Kannst du eine Fackel anzünden? Gleich, gleich. Ich bin noch im Gespräch, aber sobald ich draußen bin. Dich für die Erhaltung des Gleichgewichts der Kräfte auf dieser Insel einzusetzen. Ich bin ganz deiner Meinung. Ich habe einen Schläfer besiegt, hey. Ich habe den Schläfer besiegt. Ist das groß genug? Let's go. Viele Geschichten erreichen meine Ohren in diesen Tagen. Auch die über die Verbannung der Bestie namens Schläfer. Dass das einzig deine Hand herbeigeführt haben soll, ist mir nicht geläufig. Obwohl deine Augen voller Überzeugung sprechen. Das verunsichert mich. Aber ich bin mir nicht sicher, dass mich meine Sinne nicht auch täuschen könnten. Die Barriere ist weg. Ich habe viele Menschen befreit. Die Barriere ist weg. Selbst wenn du wirklich dafür verantwortlich sein solltest. Das große Ereignis im Minental hat nicht nur die Magier des Wassers und andere aufrechte Bürger wieder in die Freiheit entlassen. Die Verbrecher des ganzen Landes laufen frei in Korinis umher und bedrängen heute die Menschen dieser Stadt. Ups. Die Banditen haben schon große Landstriche in der Umgebung der Stadt eingenommen. Es ist fast unmöglich geworden, unbeschadet die Stadt zu verlassen. Gut, ja, das kann auch passieren. Passiert sein. Wäre denn etwas Angemessenes, das dich überzeugt? Ein großes Rätsel beschäftigt Korinis in diesen Tagen. Die Zahl der Vermissten dieser Stadt scheint fast täglich zu steigen. Wenn du es schaffen solltest, mir zu erklären, was mit ihnen geschehen ist, dann sollte dein Platz im Ring des Wassers sicher sein. Allerdings solltest du zuerst eine Nachricht zu den Paladinen bringen. Ich glaube, die Sache ist von äußerster Wichtigkeit. Ja, ja, ich mache erstmal die anderen Sachen. Mit Lord Tarn. Ey, der hat noch so viel zu erzählen gehabt. Halleluja. Wegen den vermissten Leuten? Wegen der vermissten Leute. Ja. Wo soll ich anfangen zu suchen? Wo soll ich anfangen, nach den Vermissten zu suchen? Unten am Hafen sind die meisten Menschen verschwunden. Vielleicht sollte deine Suche dort beginnen. Es ist ein Seeungeheuer! Okay, ich gucke mich erstmal ein bisschen um, bevor ich dir irgendwelche halbgaren Sachen erzähle. So, die Sachen haben wir hier schon, da wissen wir Bescheid. Lord Hagen wird mich nicht vorlassen, das ist ein anderes Problem. Aber Lord Hagen wird mich nicht vorlassen. Doch, das wird er zweifelsohne tun. Boah, jetzt ist es gerade richtig dunkel. Moment kurz. Gemeinschaft angehörst. Der Ring hat weitreichende Beziehungen. Wir werden dir helfen, deine Nachricht so schnell wie möglich zu überbringen. Du solltest darüber mit meinem Vertrauten Laris sprechen. Er wird dir helfen. Okay, welcher Gemeinschaft soll ich mich anschließen? Welcher Gemeinschaft soll ich mich anschließen? Es gibt nur drei Gemeinschaften, die mächtig genug sind. Die städtische Miliz, das Kloster der Feuermagier... Oder die Söldnertruppe auf dem Hof des Großbauern. Die Wahl liegt bei dir, mein Sohn. Sicher kann dir Laris bei dieser schwierigen Entscheidung zur Seite stehen. Rede mit ihm darüber. Okay, ich rede mal mit Laris darüber. Das werde ich tun. Alter, es ist dunkel! Warte, wenn du Laris siehst, gib ihm dieses Ornament und sage ihm, dass es zurückgebracht werden muss. Jetzt ist es fast schwarz für mich. Jetzt habe ich fast wirklich... Hohoho, ist das finster. Wie viel Uhr haben wir gerade? Wo stand es? 0.20 Uhr. Okay, warte. Ich mach's mal ein bisschen... Das ist gerade echt... Echt krass. Moment. Das ist kein... Warte, lass mich kurz gucken, ob ich hier... Ich habe hier auch ein bisschen Brightness, aber lass mich erstmal vielleicht...
Hier in den Einstellungen, wo war das? Himmeleffekte, nein. Alles unter Video? Ne, ich glaube, das hat alles nichts gebracht. Da muss ich direkt hier arbeiten. Oh, ist das finster, ey, fuck. Ich mach's jetzt erstmal kurz so, ja. Ich meine, jetzt ist gerade krasser Regen, ja. Jetzt kann man ein bisschen mehr sehen, ne. Wir gucken mal, ob es nicht zu hell sein wird, während wir hier rumlaufen. Müsst ihr mir dann auch sagen, wie ihr das findet. Aber jetzt kann man zumindest ein bisschen wieder was sehen. Ich habe mir das schon gedacht. So, wo ist denn dieser Laris jetzt gewesen? Du kannst auch die Uhr recht so... Alter, wie dicht der Regen ist. Richtig krass. Aber bei diesem Pisswetter wird Laris wahrscheinlich nirgendwo hier zu finden sein. Da stehen nur noch die Stadtwachen draußen. So, am Hafen war ich noch nicht. Da können wir auch noch hinlaufen. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Vielleicht killt mich das auch. Mal sehen. Boah, ich kann jetzt überhaupt nicht... Alter, wie hell das Menü geworden ist! Shit. Ich muss die Helligkeit wahrscheinlich wieder runterstellen, wenn es tagsüber ist, aber... Damit wir nachts zumindest so ein bisschen die Häuserkonturen und so sehen können. Das hätte er auch selbst. Oh, da ist... Verdammt, was ist los? Ich würde gerne mit Lema sprechen da. Das ist mal wieder typisch. War das Lema? Wie sieht's aus? Wie viel willst du? Was heißt, wie viel? Ich bin der Geldverleiher und du kommst zu mir. Was wirst du schon von mir wollen? Geld natürlich. Ey, keine Ahnung. Das weißt doch. Leih mir Geld. Nee, ich will gerade kein Geld. Meine Augen, das ist im Hellen ja nicht auszuhalten. Ja, das ist jetzt echt hell, wenn ich in einem Haus bin. Aber wenn wir draußen sind, könnt ihr immerhin was sehen. Das ist jetzt halt so eine Sache, ne? Meldor. Was suchst du hier? Kluges Kerlchen. I don't know. Ich suche eigentlich das Hotel, damit ich bis zum nächsten Morgen schlafen kann. Das höre ich zum ersten Mal. Zum einbeinigen Klabauter. Arbeiter hoch. Hey, ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Willst du in die Kneipe? Ja, bitte. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich brauchst du das nicht. Aber da geht. Warte, da gehen wir gleich rein. Das hat er wirklich nicht. Warte. Nein, ich will nicht in die Kneipe. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Aber das ist nicht wichtig. Und deshalb können wir direkt zum Geschäft kommen. Da du hier neu bist, mache ich dir ein Angebot. Du gibst mir 50 Goldstücke und kannst gehen. Ich will eigentlich... Eintrittspreis für die Kneipe. Ich will eigentlich aufs Klo! Mann, jetzt hat er mich in ein Gespräch verwickelt. Fuck! Das höre ich zum ersten Mal davon. Ich kann nicht mit Escape fucking... Vergiss es. Du kriegst nicht ein Goldstück. Dann nehme ich mir halt alles, was du hast, sobald du im Staub vor mir liegst. Oh Gott, ich bin gleich wieder da. Ich muss mich kurz entleeren gehen. Kaffee und alles Mögliche will raus. Bis gleich.